Ich hoffe, dass das hier nicht verwuschelt ist. Hier. Genau. So, erschreckt sich der Hund, wenn ich einmal in die Hand klatsche? Nein? So, jetzt müsstest du, jetzt hast du hier den und den und dann müsste das alles tun. Sag du mal was? Ja, schön, dass wir hier wieder mal beim Bier zusammensitzen. Klappt sehr gut. Schön. In der Küche? Küchenrecords? Ja. Es gibt ja ganze Radios, die aus Küchenstudios gemacht werden. Es gibt sogar ganze Fernsehsendungen, die aus Küchenstudios gemacht werden. Ja. Das kann auch sein. Ah ja. Ja, nee, Küche waren wir ja noch nicht. Wir waren ja bei dir erstmal im Wohnzimmer beim letzten Mal. Stimmt, zum Film gucken. Jo. Na, und den Film, den hast du ja gedreht in Französisch-Guyana. Ja, großen Teil. Ja. Oder, ja, weiß nicht mehr. Maßgeblich schon. Also die längste durchgehende Drehzeit. Hm. Wir haben natürlich noch an vielen anderen Standorten gedreht, die halt irgendwie letztendlich mit der Ariane 5 zu tun haben. Ja, später noch mal ein bisschen. Ist halt ein Film über die Ariane 5. Ja. Europa baut eine Rakete oder muss ich das jetzt rausschneiden? Nee, das ist alles okay. Also der Film ist jetzt, also Stand der Dinge ist, du kennst ja jetzt quasi die Abnahmeversion, das ist jetzt beim Sender. Da gibt es ein Feedback, meistens ist es ein Textfeedback, ist gar nicht so sehr ein Bildfeedback. Hm. Text kennst du auch, ist, denke ich mal, jetzt für so eine breite Zuschauerschaft angepasst, also nicht zu kompliziert. Ein paar Kleinigkeiten, das habe ich dir geschrieben. Habe ich auch schon eingebaut, vielen Dank nochmal dafür. Ansonsten warten wir jetzt erstmal das Feedback ab, ich denke mal irgendwann Mitte der Woche und dann geht es in den finalen Schnitt. Das heißt, also, der wird dann noch ein bisschen geschraubt und gemacht, weil der ist ja schon fast fertig. Es fehlen noch ein paar Grafiken, die noch nicht ganz hundertprozentig sitzen. Ein bisschen 3D-Zeug noch, was noch nicht ganz fertig ist, aber so im Großen und Ganzen. Ja. Ich finde es recht umfänglich, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, also beim Sehen. Also es ist ziemlich umfänglich, ja, das stimmt schon. Ich weiß nicht, ich hatte die neue Fassung habe ich nicht nochmal komplett angeschaut. Hat sich jetzt von der Reihenfolge nicht viel geändert, aber es gibt einen richtigen Schluss, der ist auch nochmal länger hinten raus, da passiert nochmal richtig viel. Kann man bei Gelegenheit nochmal reinschauen, dass tatsächlich nochmal viel Missionskontrollzentrum, Stadtkontrollzentrum drin, nochmal so ein bisschen Stadtverlauf. Das ist eine wunderbare Animation, die wir von der CNES bekommen haben, also von der französischen Raumfahrtagentur, die nochmal quasi so die Betankungsprozedere nochmal ziemlich cool zeigt. Also habe ich selber noch nicht so gesehen, das macht es ziemlich transparent. Also, das ist schon, ja. Ja, also wie immer. So im Großen und Ganzen schöne 98 Minuten Ariane 5 Film. Für N24, und da muss man sagen, also mich hat es überrascht, dass die sowas machen. Mich auch. Und ja, schauen wir mal. Ich meine, vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwie eine Qualitätsoffensive bei denen. Wünschenswert wäre es ja, ne? Es sieht tatsächlich so danach aus, ne? Also das, was ich jetzt so mitkriege, was da noch an Interessenslagen sind, das Übliche natürlich. Aber es geht doch so in diesen Wissenschaftsbereich rein. Also scheinbar gibt es da Bedarf. Ich finde es gut, also dass wir das gemacht haben und auch in dem Umfang hätte ich echt nicht erwartet. So. Ja, also ich bin sehr überrascht und ja, mal schauen, was rauskommt. Das ist ja dann immer noch die zweite Frage. Nicht, dass die dann sagen, die schneiden es nochmal um oder irgend sowas. Also ich denke, das, was du gesehen hast, ist das, was rauskommt. Also jetzt jetzigen Fassung so. Ich bin vor allem gespannt, wie es dann klingt mit, wenn dann der Text eingesprochen ist und so weiter. Bisschen amerikanisch wird es sein. Das hat so ein bisschen was dann von Kinotrailer, tiefe Stimme und so. Ja, ja. Ich, das mögen sie ganz gern. Ich kenne ja den Sprecher und genau. Irgendwie das... witzigerweise passierte mir das dann auch, als du vorgelesen hast, dass ich das dann so im Kopf so automatisch schon ein bisschen in diese Stimme reingebracht habe. Also man hat dann so einen gewissen Duktus und eine Langsamkeit dann natürlich auch im Lesen. Also das ist schon, aber wie es mit jedem Film ist, es macht halt Spaß letztendlich, egal welches Thema man bearbeitet, irgendwie ist man dann so drin. Und da muss ich auch nochmal sagen, also bevor wir jetzt vielleicht ein bisschen auf die Reise eingehen oder so, das hat auch wirklich was mit dem Countdown-Podcast zu tun. Ne? Also das hatte ich dir ja mal gesagt, dass ich wollte gar kein Fernsehen mehr machen. Also ich hatte einfach nach Babypause und so dann irgendwie
so ein Loch, so, also wo dann irgendwie schwierig war. Kann man auch verstehen irgendwie. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, für die ich ja maßgeblich gearbeitet habe. Und es wurde dann auch nicht zwingend einfacher. Und ja, wie auch immer. Fakt ist, Countdown-Podcast gehört, hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, also schon vor 2 Jahren, wo ihr angefangen habt, ne? Total Spaß gemacht. Und auch noch andere Podcasts. Also selber nicht so richtig wussten, was wir da taten. Fand ich halt ultra charmant, so, dass also dieses bisschen wirre, trotzdem war halt trotzdem viel Information drin und ich glaube, es geht auch um die Anregung, dass man dann selber nochmal nachschaut und sagt so, das hat mich jetzt irgendwie interessiert, ich will nochmal lesen, was das eigentlich damit auf sich hat, so. Und da habe ich wirklich viel verstanden. Also natürlich noch längst nicht alles, aber deutlich mehr, als ich vorher wusste. Aber eben auch Flugzeuggeschichten und sowas. Es gibt ein paar Podcasts, die halt so irgendwie so Standard sind, die man da irgendwie hören sollte. Also jetzt wie Omega Tau oder sowas. So. Das ist auch immer viel Raumfahrt und Flugzeuggeschichten und so. Und ich wollte ja eigentlich in diese ganze Flugzeugebene, also Flugzeugmechaniker, Geschichte nochmal reingehen, also in der Mitte des Berufslebens nochmal wechseln. Und dann kam halt irgendwie dieses Ariane-Ding rein und ich habe mich dann halt irgendwie beschäftigt, wie gesagt, inspiriert von euch, irgendwie mit Raketen und so. Das hat mich natürlich als Kind auch schon interessiert, ne? Ja, klar. Sigmund Jähn und so, das habe ich ja tatsächlich in echt so und auch bewusst mitgekriegt, anders 1979, ne? 79 war es. Du weißt, ich bin der Typ mit den Raketen, der Typ mit den Astronauten, das ist der Christopher, der ist gerade nicht da. Naja, aber wie auch immer, also der weiß es wahrscheinlich, wann das war, ich glaube, es war 79. Vielleicht was. Ja, irgendwas in der Größenordnung, ja. Kann auch 76 gewesen sein oder so. Also auf jeden Fall, ich kann mich an die Nachrichten erinnern, wo der Sandmann geschwebt ist. Sandmann kam relativ selten, dass der mal mit der Rakete unterwegs war, aber ich kann mich noch gut erinnern, ich war immer begeistert, wenn der endlich mal wieder mit der Rakete unterwegs war. Also Sigmund Jähn, großer Mann, so, hat natürlich jedes Kind der DDR irgendwie auch beeindruckt, so eine Figur gewesen. Ja, ich war 6 Jahre alt, was soll ich sagen? Also mit 6 Jahren ist die Mauer gefallen und ich hatte schon ein paar mehr Jahre. Danach hatte ich dann habe ich dann so Fragen gestellt, wieso heißt das Ding runder Tisch? Die sind doch alle eckig. Ich habe allerdings auch gefragt und da war ja, oder warum reißen die Mauer ein? In China haben sie doch auch eine chinesische Mauer, das ist doch so ein tolles Ding. Wieso reißen die denn in Berlin die Mauer ein? Ja. Wie das halt so ist als Kind. Ja. Vielleicht sieht man tatsächlich klarer. Naja, also auf jeden Fall Raumfahrt schon immer irgendwie interessant natürlich. Ne? Weltraum, Erde, Mensch, tolles Buch, hat man irgendwie als Kind schon irgendwie gelesen und so. Dann aber nochmal auf den Podcast zurückzukommen, das war halt irgendwie schon irgendwie inspirierend. Also zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, gerade angefangen, nochmal sich mit neuen Ausbildungswegen, Flugzeugmechanik zu befassen, so in diese Richtung quasi nochmal komplett umschwenken. Was jetzt nicht so das große Problem ist, wenn man einen technischen Beruf hat. So, also das geht alles. Und witzigerweise dann. Achso, hast du? Hast du oder? Ja, ich bin Techniker. Okay. Nö, das wusste ich noch nicht. Also ja, habe mal 4 Jahre gelernt, Anfang der 90er und auch eine Weile so tatsächlich sogar da drin gearbeitet. Und dann irgendwie zum Film gekommen. Oh, wie gehe ich denn? Obwohl, so lange ist die Geschichte nicht. Also das ist halt, irgendwann kriegst du, also entweder du hast das so in dir drin, dass du halt irgendwie so eine gewisse extrovertierte Art in dir hast, die jetzt nicht zwingend heißt, dass man irgendwie mit bunten Federbüschen auf dem Kopf irgendwie durch die Welt spaziert, so, sondern das heißt einfach, dass man sich irgendwie ausdrücken will, also irgendwas machen will. Ne? Und das probiert man halt im künstlerischen Sinne, also jetzt Anfang der 90er war es, indem man loszieht und Graffitis sprüht und Züge beballert halt mit Farbe, irgendwie versuchen da irgendwie so seinen Ausdruck zu finden oder halt im Tanzen oder was weiß ich. Also in dem Fall kam die Hip-Hop-Kultur da irgendwie ganz gut zu passe. Da konnte man halt viel verschiedene Dinge machen. So, ne? Es war halt Anfang der 90er auch noch war halt auch Kultur auf der einen Seite, auf der anderen Seite, bei uns in einer kleinen Stadt, naja, gab es das so nicht. Ich war halt auch eher so
Wenn es eine Kultur entsprechend gegeben hätte von Nerds damals, dann wäre ich dort anzutreffen gewesen, gab es aber nicht, weil viel zu kleine Stadt und alle Leute sind rausgegangen aus der Stadt und nicht gerade reingegangen. Dann kann man sich vorstellen, wie das da aussah. Naja, wobei man das nicht unterschätzen sollte. Ne? Also das ist jetzt wirklich eine Abschweifung. Aber, ja, klar. Also ich komme aus Dresden, hört man wahrscheinlich auch noch, verberge ich jetzt auch nicht, warum. Also ich meine, nicht mehr so sehr. Hier in Berlin schwaben halt rum so, die verbergen nichts, nicht mal das Geld. Also die Sache mit Dresden ist zum Beispiel, Dresden hatte komischerweise echt eine ziemlich große Hip-Hop-Szene, also zu DDR-Zeiten an sich schon und dann auch so während der Wendezeit. Ja, halbe Millionen Leute, da hast du Kultur. Und gab halt auch die Jazz-Kultur, es gab halt, wir hatten gerade ja, also das kennt man ja vielleicht auch noch, also Chemnitz, auch Dresden hatte ja viele, viele Leute aus Kuba zum Beispiel, es gab halt auch musikalische Einflüsse und man hat auch einfach schwarze Menschen im Straßenbild gesehen, schon zu DDR-Zeiten, da gab es halt diese Studentenclubs, wo dann eben auch die Jungs halt auch alle da waren, die dann eben auch so diese, ja, so ein bisschen dieses karibische, die karibischen Vibes so mit reingebracht haben und auch viele von denen haben auch Musik gemacht. Und, oder eben einfach aufgelegt. Wir haben auch irgendwie neue Platten gehabt. Also sie hatten irgendwie auch Zugang in westlichen Plattenläden. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Wurscht. Jedenfalls gab es die Kultur. Und Dresden war halt mehr so dieses DJ, Acid Jazz, House, B-Boying, also eher so cool Hip-Hop, Roots. Ding und dann so meine Freundin Chemnitz, das war dann, wo ja dann auch das Splash Festival so Mitte der 90er entstanden ist, als das einzige große ostdeutsche, fette Hip-Hop-Event, Reggae-Event. Irgendwie vom Namen her sagt es mir was, aber viel mehr. Und das ist diese kleine Stadt, ne? Also so eine kleine Stadt, die wirklich mit Abwanderung zu kämpfen hat. Ne? Also Chemnitz, damals ja wirklich die Leute geflüchtet ohne Ende. Ich meine, weil Textilindustrie platt, da war ja nichts mehr. Ja klar, hallo, ich komme aus Zeitz. Zeitz war die Stadt mit der größten Kinderwagenfabrik der Welt. Ja klar. Davon ist nichts übrig geblieben und von jeder Menge anderen Betrieben auch nicht. Also es ist... Das ist ja der Geburtenknick natürlich nach der Wende so, ne? Das kommt noch dazu, aber na... Wie auch immer, auf jeden Fall Anfang der 90er Hip-Hop-Kultur, Chemnitz ziemlich... abgefahren, ne? Also da, das war halt stark orientiert, eher, also richtig so, dieses nicht B-Boying, jetzt so also Breakdance und Oldschool-Ding, was da in Dresden lief, sondern es war halt so wirklich so dieses New School, West Coast, ja, eher so wirklich so Gangster-Gedöns, so, aber eben auch so diese ganzen, mit dem ganzen Gehabe dazu und so. Das war aber irgendwie ganz lustig, weil das hatte so ein bisschen was von L.A. in Chemnitz so. Und das war echt eine interessante Szene. Und ja, wie gesagt, es gab genug Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks zu dem Zeitpunkt halt schon damals. Damals noch ganz normal gearbeitet. Ich hatte ja noch lange Zivildienst gemacht. Das waren noch die Zeiten, wo man 18 Monate Zivildienst gemacht hat. Und da kommst du natürlich dann auch nochmal. Ja, ich bin so gerade knapp in die Zeit gekommen, wo es dann kein Schwein mehr interessiert hat. Und habe halt verweigert und habe dann keinen Zivildienstplatz gefunden, bin direkt an die Uni gegangen und dann wurde ich zwar einberufen, habe dann aber zurück. Ich habe jetzt angefangen zu studieren, das hat denen schon gereicht. Ja, gut, aus dem Studium ist da nicht so viel geworden, zumindest nichts, was mit irgendwie mit Abschluss zu tun hatte, aber naja. Ich bin Wirtschaftsingenieur, Bachelor, immerhin irgendwas gemacht. Das hast du noch nie erwähnt irgendwie. Irgendwas, das ich mal vorweisen kann. Irgendwie furchtbar viel Zeug halt gelernt zwischendurch, halt bloß nichts, das wirklich vorweisbar wäre. Ne? Das ist immer die Frage, was dich vorwärts bringt. Ne? Also um da die nächste Abschweifung aufzumachen, das darf man, also im Nachhinein hat das natürlich immer irgendwie, ergibt das alles Sinn. Ne? Also, ja. Aber währenddessen man die Sachen halt tut, ist es ein bisschen schwierig, das einzuordnen. Und so ist es eben auch mit... Ich musste irgendwie 31 werden, bis ich das erste Mal wirklich selber Geld verdient habe und irgendwie alles, was ich so mache, bezahlen konnte. Das ist eigentlich etwas, wofür ich mich schäme, aber naja. Nee, muss man sich auch nicht schämen, diese Phasen. Die, also wenn jetzt jemand, ich sag mal, nicht so einen ultra geradlinigen Weg geht, ne, dann bleibt es nicht aus. Also ich meine, ja.
dazu kann ich ja nochmal kommen, ne? Also wenn du, also das mit der ganzen Filmerei hat er dann irgendwann relativ, also das ist wirklich eigentlich eine coole Geschichte, ne? Also ich habe irgendwie Ende der 90er, also es muss 98 gewesen sein, dann hatte ich auch wirklich so ein Loch. Ich habe da irgendwie jahrelang in so einer WG rumgehangen, habe eigentlich nur Computer gespielt. Es war so die Zeit, so mit PlayStation kam irgendwie so die ersten PlayStations auf, so und die ein bisschen besser waren. 96 oder so, 97. Genau, dann halt so die PCs, die dann nicht totaler Müll waren, also so dann ja, die ersten Pentium-Prozessoren. Das und hat so. Man, das habe ich alles mitgekriegt. Genau. Also wir hatten so Anfang der 90er hatten wir noch C64 gehabt. Irgendwann Mitte der 90er haben wir dann ja, den C64 war bei mir schon in DDR, zu DDR-Zeiten, so Ende der, also Mitte der 80er eigentlich so. Ja. Nee, das kam bei uns erst so 90er Jahre halt, als wir so, naja, so 8, 9 Jahre alt waren, ne? Also ich zumindest. Und ja, dann hat man C64 gehabt und den hat man noch ein paar Jahre benutzt. Nee, wir haben halt da rumgedaddelt, so ein paar Jahre lang halt im Prinzip. Ich weiß gar nicht, ob das verjährt ist, wenn man dann sowas sagt. So, also auf jeden Fall war es nicht das Problem. Also ich glaube, ein Großteil meiner damaligen Bekanntschaft hat sich maßgeblich über Drogenverkauf finanziert. Bis das dann irgendwie von den Russen übernommen worden ist, das Geschäft in ganz Sachsen. Okay. Also Drogen, da rede ich jetzt nicht von harten Drogen. Ja? Also nicht diese Crystal-Scheiße, die man halt heute irgendwie am Start hat, sondern da geht es halt um ein bisschen Dope, ein bisschen Haschisch, ein bisschen Gras. So. Aber im Prinzip hat man sich keinen großen Kopf gemacht. So, ne? Hat halt Computer gespielt, viel BMX gefahren, die Leute oder geskatet oder sowas halt. Also ich bin viel Rollschuh gefahren, das ist eher so ein bisschen ungewöhnlich. Also so auch klassische Rollschuh noch. Ja, ja. So Disco-Roller, so wie man es vielleicht aus so schlechten Filmen wie Xanadu kennt oder so. Ich kenne die Dinger, keine Sorge. Oder Starlight Express. Ja, genau. Ja. Also sowas in die Richtung, also einfach auch wieder so ein Ding halt irgendwie irgendwas zu machen und das ging halt ein paar Jahre ganz gut und war auch ganz lustig. Irgendwann ist natürlich dann irgendwie auch mal Ende und witzigerweise habe ich dann auch mal nach Jobs geguckt so und habe einen Job gefunden bei der Bundeswehr tatsächlich. In Dresden gibt es die Offiziersschule des Heeres, das ist ein quasi so eine Hochschule, wo halt Offiziere ausgebildet werden. So, ne? Ja. Ziemlich modernes Ding, gerade diverse Medienzentren, also mit Studios drinnen und Postproduktion. Und da wird auch viel gedreht, also so an Ausbildungsgeschichten. Meistens geht es natürlich so um Pädagogik, Menschenführung, pipapo, was man halt so als Offizier... Etwas seriöser als Stapelfahrer Klaus. Genau, auf jeden Fall. und Fakt ist, dass dann halt ich den Job tatsächlich bekommen habe, obwohl ich mich eigentlich gar nicht so sehr dafür interessiert habe, aber es war halt, irgendwie habe ich den Job halt bekommen und habe dann halt im Fachmedienzentrum gearbeitet. Das hat mich auch, denke ich mal, 2 Jahre lang so halbwegs irgendwie interessiert, aber du merkst dann irgendwann, dass du da nicht vorankommst, weil das ist halt natürlich eine Behörde, ja, und machst halt tagtäglich relativ normales Programm mit jedem, also jedem Offizierskurs, der halt reinkommt, wiederholt sich das entsprechend so. Halt gutes Geld verdient, also das war wirklich, also ne, das ist schon gut, auch immer die ganzen Sachen, die drumherum sind. Und die Kollegen sind auch nett, ich habe viel mit Slicen zu tun gehabt, die, was natürlich auch Spaß macht, weil es halt Leute sind so. Aber irgendwann ist dann halt auch mal gut. Ne? Und, aber das war im Prinzip das Mediending, also damit Kameras, Schnittplätze. Damals ging das auch mit den nonlinearen Schnittplätzen halt richtig los, also ne, digitale Schnittplätze und nicht bloß so irgendwie so Bandgedöns. Jo. Und da hat sich das dann halt immer weiterentwickelt. Und das war dann der Medieneinstieg und dann hat mich das auch nicht mehr losgelassen, das halt über die Jahre. Aber in Berlin hat es dann auch wirklich erst angefangen, also richtig Fernsehen zu machen, Werbeproduktion, Musikvideoproduktion, so das ganze Ding überhaupt zu lernen, Ausbildung zu machen, quasi Learning by Doing, Produktionsleiter, Regieassistent, dann Drehbuchautor und so geht es dann halt irgendwie weiter. Dann lässt du was ich halt irgendwie gerade mache, ne? Irgendwie Blogger angefangen, jetzt irgendwie halt freier Autor, also für freier Journalist letzten Endes. Genau, es ist im Prinzip vergleichbar. Braucht also, man dann eine ähnliche Geschichte. Also, ja, und halt, ich bin halt auch irgendwie total quer da reingekommen, letzten Endes, weil ich irgendwo das Interesse an dem Studium verloren hatte. Und ja, irgendwas. Wenn man da nicht mehr viel macht, ne? Interessante Zeit. Dann bleibt man, dann hat man Zeit, dann kann man Zeugs anfangen, ne? Und ich
braucht halt irgendwas zu tun. Musste mich irgendwie davon ablenken, dass ich nicht mehr wusste, wie ich dann noch die Miete und so weiter bezahlen konnte. Hab dabei halt geblockt und klar, da war schon natürlich der Hintergedanke, als ich den Blog angefangen habe, wenn ich das ordentlich mache, weil irgendwie so Wissenschaftsjournalismus hatte ich da schon so ein halbes Jahr reichlich zumindest auf dem Schirm gehabt. Da war es klar, dass das in die Richtung gehen sollte und den Blog zu haben war natürlich dann toll. Halt Science-Blogs, nicht einfach bloß irgendein Blog, sondern schon auf einer Plattform, sodass man schon mal eine gewisse Menge an Lesern hat, war schon sehr wichtig. Witzigerweise hatte ich das ja schon weit bevor ihr Countdown gemacht habt, ja schon oft gelesen gehabt. So. Also einfach so, weil Science-Blogs... Ja, obwohl so viel... Achso, ja, Science-Blogs allgemein, okay. Allgemein, ja. Ne? Also auch, weil Florian Freistetter auch kenne, der ja da auch noch früher... Den habe ich dem Blog zu verdanken. Also der hat's mir angeboten, ja. Ah. Den habe ich auch meinen Job zu verdanken. Echt? Ja, der war ja auf der Science, der hat ja 2015 diese Science Busters Tour das erste Mal gemacht. Hm. Und da hat er keine Zeit mehr gehabt und der hat schon ab und zu mal für Golem Artikel geschrieben und hat dann irgendwann eingesehen, oh Moment, ich krieg das jetzt hier nicht hin und hat mich dann gefragt, hast du nicht mal Lust? Und so kam es dann dazu. Okay. Weil ich kenne den schon sehr lange. Ja, ich kenne den seit 2005, 2006, irgend so in der Größenordnung. Da habe ich noch in Jena studiert. Okay. Da hatte ich noch so Physik studiert, wollte Astronomie machen. Und ja, habe dann ein paar Vorlesungen gesessen. Da war der natürlich auch mit da. Weil der hat ja damals unten an der Uni-Sternwarte gearbeitet. Und da hat man natürlich dann irgendwann sich mal mit allen Leuten da, die dort waren, unterhalten. Und da war der natürlich mit dabei. Von daher kannte ich den halt einfach. Und ja, der fing dann halt auch damit Bloggen an damals. Und hat natürlich, wie das halt mit allen Bloggern ist, fängst einen Blog an und dann ist das ja erstmal so, dass das große Thema, über das du dich mit allen Leuten unterhältst. Und entsprechend kannte ich da auch schon Astrodiktikum Simplex. Und ja. Mir hat halt seine Schreibe immer sehr gut gefallen. So. Also auch so dieses sehr ausdauernde Debunking, was er die ganze Zeit betreibt. Auch die sehr ausdauernde Auseinandersetzung mit bescheuerten Kommentaren, ne, von seinen Lesern. Und so. Das fand ich schon extrem beeindruckend. Und ich habe mit ihm ja auch ein paar Sachen schon gedreht. Okay, das wusste ich nicht. Ja, diese Welt ist echt ein Dorf. Ne? Das ist ja komisch. Sobald man einmal in einer bestimmten Richtung unterwegs ist, dann trifft man immer wieder die gleichen Nasen. Es ist echt komisch. Ja, weil die Welt auch nicht so groß ist. Ja, ja. So. Und mit Florian, es gibt halt im Prinzip einen Piloten für eine Reihe, die sich halt in amüsanter Art natürlich mit Wissenschaft auseinandersetzt, auch so im weitesten Sinne ein Debunking-Format ist so. Ist bisher jetzt noch nicht gekauft worden, gibt es halt, gerade ändert sich der Wind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wieder, es gibt wieder ein bisschen progressive Stimmen, was ich so höre. Also kann doch das sein. Ich meine, noch viel konservativer wie das, was man zuletzt hatte, geht es ja gar nicht mehr, von daher. Ja, das hängt, also wenn man ein bisschen die Personalien kennt, also und da brauche ich jetzt nicht so tief eintauchen, aber wenn man ein paar Leute kennt, die da tatsächlich dann die Unterschriften unter Projekte setzen und die es dann nicht tun, gerade wenn es um Wissenschaft zum Beispiel geht oder so, ne, und dann lieber Kochsendungen produzieren, ja, weil es wahrscheinlich mehr in ihr Weltbild passt, keine Ahnung. Also das heißt ja nicht bloß, weil Leute beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen arbeiten, dass sie in irgendeiner Art und Weise in der Lage wären, Wissenschaft von Nicht-Wissenschaft zu unterscheiden. So, ne? Also, ja, das merkt man. Das merkt man auch immer bei diesen Formaten, wo dann Wissen dahinter steht, was dann drinnen steht und was die Leute so produzieren. Teilweise auch. Man hatte manchmal, ich habe sehr oft das Gefühl, bei Deutschlandfunk, Deutschlandfunk, das ist mir einfach aufgefallen. Also es ist nicht nur bei denen so, Leute irgendwie nicht mehr das Gefühl für die Gesellschaft als Ganzes haben. Die leben doch in einer gewissen Blase von relativ wohlhabenden Leuten und kriegen nicht mehr so ganz mit, wie es bei den Leuten, die in Städten, die auch draußen, was halt so 80% der Leute halt sind, die in Deutschland gibt, wie die so leben. Und dass die mit dem, was die so bringen, teilweise gar nichts mehr anfangen können, weil es einfach
weit über jeden finanziellen Horizont hinausgeht. Ja, es geht auch vielen Leuten über den intellektuellen Horizont hinaus, so, weil sie was ich meine, wir hören uns mal eine Radio-Doku, also ich höre ja ganz viel Deutschlandfunk und Deutschlandradio, einfach auch genauso als Podcast, und weil ich auch diese Radio-Feature sehr mag, also in ihrer Machart, in den meisten Fällen zumindest. Du musst halt die Muße haben, dich mit einem durchgeknallten spanischen Maler zu beschäftigen in einem Radio-Podcast, wo du nicht mal die Bilder siehst. So, also, also das ist halt so ein... Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind unglaublich privilegiert, was Freizeit angeht. Also wir beiden jetzt. Selbstverständlich, klar. Deswegen machen wir das ja auch. Und wir nehmen natürlich auch die Sachen in Kauf, die negativ damit einhergehen. Das heißt also eine gewisse finanzielle Unsicherheit. Ja, ja. Das heißt auch eine gewisse... Also man braucht jetzt nicht so weit in die Zukunft denken. Ne? Also das ist halt einfach auch Blödsinn, weil man das nicht so richtig planlich hat entwickelt. Allerdings hat es halt den Charme, dass man auch immer das Ruder ein bisschen selber bewegt und nicht bewegen lässt, weil man jetzt, ich habe keinen Chef. So, ne? Jo. Und, oder das Chefin. Ist also jetzt mal abgesehen von meiner Frau vielleicht. Aber es ist halt, ich muss mich halt nicht irgendwie für irgendwas rechtfertigen. Und wenn ich jetzt halt sage, da kann man vielleicht den großen Bogen wieder schließen, ich will einen Film über die Ariane 5 machen, dann kann ich das halt machen, im besten Fall. Ne? Und in dem Fall ist es halt eben doch so gewesen, dass man es halt machen konnte. Ja, und ja, ich merke es halt an mir. Ich meine, ich habe keine 8-Stunden-Tage unbedingt, wenn ich das nicht will. Wobei es halt meistens doch irgendwie komisch, sehr merkwürdig ausartet, dass ich mich dann halt irgendwie an einem Thema irgendwie festfresse und dann sinnlos Zeugs irgendwie recherchiere. Klar, am Ende weiß ich darüber viel, aber es bringt mir dann nicht unbedingt was zu einem Artikel oder irgend so. Aber ist halt so. Bringt dir vielleicht ad hoc nichts, aber... Nö, ad hoc, nö, das ist halt der Punkt. Es bringt mir ad hoc nichts, aber irgendwann dann. Auf der anderen Seite, also... Ich denke, ich könnte schon deutlich mehr machen. Im Prinzip. Ich könnte auch deutlich mehr Geld verdienen. Ja, aber wie es halt so ist. Ne? Bin dann auch eigentlich faul. Und das ist auch, eine menschliche Eigenschaft. Also Faulheit ist auch ein bisschen, was das einen voranbringt, weil ich sag manchmal so, ich bin so faul, dass ich richtig fleißig werde, um meine Faulheit durchzusetzen. Da steckt. Also ich habe schon viel Arbeit reingemacht, weil ich mir gesagt habe, ich bin zu faul, das zu machen, und habe dann irgendwie stundenlang dran gearbeitet, um das zu vermeiden. Und am Ende hätte ich es einfach gleich gemacht, ja. Du kennst es ja bestimmt auch, dass dann manchmal kickt denen dann irgendwie so ein Thema und dann wird man richtig, also klar. Dann geht man da richtig rein. Also um jetzt mal nochmal zu Ariane wieder zu kommen, so, also zu dieser ganzen Filmgeschichte, ich bin dann halt zu dieser Produktionsfirma halt, ich habe mich mit denen getroffen, einfach so auf dem Bier, also man trifft sich ja als, mittlerweile bin ich freier Autor, früher hatte ich noch eine große eigene Firma, die sich dann im Zuge Babyjahr und so dann einfach obsolet gemacht hat. Also das ist so. Hier Monster Movies. Genau, Monster Movies, viel große Sachen für, also so Mehrteiler, Reportage, Ausland, Kultur, auch zum Teil Politik, ne, aber eben doch Arte-Geschichten und sowas halt gemacht. Und das hat sich dann irgendwie, wenn du da ein Jahr lang nicht besonders aktiv bist oder anderthalb Jahre, relativ schnell geht es dann, kannst du es dann auch sein lassen. Und das ist auch ganz befreiend, dann halt sich ein bisschen von diesem Klotz GmbH irgendwie zu trennen und von den ganzen Krempel, der da irgendwie drumherum mitschwingt. Und als freier Autor quasi mit anderen Firmen, die man ja ohnehin schon lange kennt, weil wir, natürlich kennen wir uns, ne? Hier in Berlin, das ist ja auch ein Dorf. Ne? Also du weißt natürlich, ich kenne von der Hälfte der Produktionsfirmen hier die Leute, weil die früher alle meinem Status irgendwo bei anderen Klitschen mit rumgehangen haben, wo wir rumgehangen haben. Diese Monopolisierung gab es ja schon mal. Also nicht so, dass das irgendwie was Neues wäre. Also ich meine, die allermeisten Produktionsleiter kennst du. Wenn du jetzt aus der Werbung gearbeitet hast oder sowas halt, kennst du ganz viele, die jetzt auch in anderen Produktionsfirmen arbeiten. So. Also es gibt große Netzwerke. Nicht alles sind irgendwie fruchtbar, muss auch nicht. Viele Leute kennt man dann halt, und dann halt die Produktionsfirma war irgendwie mal wieder irgendwie an der Zeit, sich auf ein Bier zu treffen. Und da habe ich halt dieses Ding Ariane fallen lassen, und der hat gesagt, ja, ich rufe mal bei N24 an, hat angerufen, die haben gesagt, so, oh cool, wollen wir machen. Und dann ging das halt los. So. Jo. Und dann war erstmal. Ja, es ist immer wieder merkwürdig, wie Dinge, von denen man denken würde, dass das ist ein ganz großes Ding, ganz schwierig irgendwie zu machen, wie es dann am Ende irgendwie ein Anruf ist oder eine E-Mail, und plötzlich läuft das alles. Ja, dann kriegst du einen Tag später deinen Vertrag, wo
die ganz normalen Konditionen drin stehen und dann fängst du an, diesen Film zu produzieren. Also natürlich erstmal zu schreiben, Treatment, 40 Seiten, 50 Seiten, damit halt die Redaktion im Sender halt sich auch sicher sein kann, dass du nicht völlig bekloppt bist und auch weißt, von was du da redest. Hm. Da war es, wie gesagt, hilfreich, Podcasts zu hören. Also da geht so viel Information quasi schon mal. Also ich habe immer relativ viel Aha-Erlebnisse bei sowas. Also so, ja. Ah, okay, jetzt verstehe ich das, verdammt, alles klar. Ja, bei mir ist es meistens. Genau, ja. Ja, bei mir ist meistens so, wenn ich irgendwie anfange, mich in ein neues Thema reinzuarbeiten, dass ich dann irgendwann anfange, mir selbst Gedanken zu machen, wie würde ich einen neuen Kernreaktor bauen oder sowas. Gut, so weit gehe ich jetzt nicht. Ja, was weiß ich, aber also da war es zum Beispiel so, ne? Und dann habe ich mir, okay, was würde ich da benutzen? Und dann recherchiere ich dann hinterher danach. Ne, da kommst du dann halt irgendwann so auf den Gedanken, naja, man könnte ja, wenn man schon einen graphitmoderierten Reaktor hat, den mit auch mal mit flüssigem Natrium kühlen. Und dann habe ich halt irgendwann einfach bloß danach gesucht, nach so einem Reaktor, und tata, jemand hat sowas gebaut. Und irgendwann hat man dann so langsam aber sicher das Gefühl, aha, ich habe wohl was kapiert, wie das funktioniert. Und manchmal ist es halt genau umgekehrt, habe ich jetzt gerade kein gutes Beispiel für, was mir gerade einfällt. Wo man dann merkt, okay, das war völlig bekloppt, ich hab hier irgendwo einen Fehler drin. Das ist absolut systematisch. An Dinge, die falsch sind, erinnert man sich grundsätzlich sehr viel schlechter oder gar nicht. Was ja auch gut so ist, weil... Man ist ja erfolgsgetrieben, das ist ja ganz klar. Ja. Also evolutionär ist das ja nur sinnvoll. Aber man sollte sich dessen bewusst sein. Das ist immer ziemlich schwierig. Also... man vergisst halt sehr, sehr oft die eigenen Fehler, und wenn man sich nicht dessen bewusst ist, dass man die eigenen Fehler meistens vergessen hat, dann wird man sehr schnell sehr arrogant. Na, Arroganz. Oder, also was heißt arrogant, oder naja, so so eine gewisse Form von Überheblichkeit, von Denken, man weiß eh alles. Das kann passieren, das ist mir auch sicherlich schon an ein paar Stellen ab und zu mal passiert. Es gab so Phasen in eurer Podcast Reihe, wo man dann dachte, nee, kann aber der Kollege mal kurz die Klappe halten. So, ja. Jetzt wird's halt, ufert's aus, so. Aber das ist auch normal, dass man halt irgendwie über die Stränge mal schlägt oder so. Halt so. Aber nee, das passiert mir durchaus, und dann meistens merkt man das dann, dass ich irgendwie ein halbes Jahr später oder ein paar Monate später plötzlich was ganz anderes sage, dass, oder etwas kleinlauter werde beim gleichen Thema. Das passiert, das ist völlig, ja, das ist einfach so. Aber auch okay, und dafür gibt es eben doch die Podcasts, und dafür wird das ja auch von Menschen gemacht und nicht von Maschinen, die irgendwie perfekt sind, sondern es sind halt Menschen, die sich halt mit der Materie in liebenswerter Art und Weise auseinandersetzen, und deswegen hat es auch so viele Fans, weil man sich ja auch wiederfindet in der ganzen Sache. Das hat ja, ich meine, du musst dir mal vorstellen, wie Menschen einen Podcast hören. Ich meine, man sitzt in der Küche oder im Studio oder sonst wo und nimmt das Ding auf. Ich konsumiere das aber, ich habe ein schlafendes Kind neben mir im Auto und habe jetzt irgendwie noch 600 Kilometer, um nach, keine Ahnung, Österreich mit meinem alten Auto runterzufahren. Und dann kloppe ich mir da irgendwie so eine Reihe Podcasts hintereinander rein. So. Ja. Und dann habe ich quasi einen privaten Bezug zu dem, was ich da höre, und zu den Menschen, die mir die ganze Zeit auf den Ohren sind. Tja. Was dann merkwürdige Folgen hat, dass man halt den anderen Menschen schon kennt, genau, obwohl man es umgekehrt den anderen nicht kennt. Genau. Das ging mir jetzt ein bisschen mit der Andrea Diener zum Beispiel so. Ja, kennt man ja von Holgi diese ganzen Reisegeschichten und so weiter. Na ja, klar, die kenne ich natürlich alle. Und dann habe ich halt irgendwie in Hamburg dann mal eine Stunde mit ihr auf einer Couch gesessen. Haben wir darüber mal gesprochen, weil ich... Ja, es ging halt auch so um die Frage, Mensch, wie finanziert man sowas? So ein bisschen im Hinterkopf habe ich ja auch, dass ich irgendwie mal irgendwo mir sowas angucken will, so ein Raketenstart oder so. Da ist noch gar nichts Konkretes, nicht mehr im Ansatz, aber irgendwann kommt das mal. Oh, ich habe da ziemlich konkrete Pläne. Dass ich mal irgendwie, naja, ich also irgendwie mal nach China oder so. Das ist ein bisschen abhängig von der Jahreszeit.
da muss man schon aufpassen, dass man das Ganze nicht im Sommer macht. Das ist in Tropen, da sollte man sich das bewusst sein, dass man ansonsten, wenn man das Ganze im nördlichen Sommer macht, geht man da wahrscheinlich zugrunde einfach an Temperaturen und Luftfeuchtigkeit und sonst was. Da wären wir auch schon wieder bei Corona, um den großen Bogen zu schließen. So, in Corona ist da einfach immer, das ist direkt am Äquator, aber ich sag mal, also Indien wäre noch eine schlimmere Nummer, glaube ich, aber ja, ich meine Südchina. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt öffentlich zugänglich ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die in Hainan den Wenchang Spaceport, oder wie sich das Ding nennt, dass die den halt öffentlich zugänglich machen. Naja, also das jetzt mal so ein bisschen unter der Hand halt, ne, ist schon so, dass wird schon so ein bisschen so grob nachgefragt, so was als nächstes kommen könnte. Ich wollte ja total gern was zum 60. Geburtstag von der Soyuz-Rakete machen, so, also von, also wie ist der R7? Ja. Russland, ja. Ist ein bisschen knapp, ne? Kann, der war also, ja schon vor 2 Jahren, da ist die ja zum ersten Mal geflogen. Ne, 57. Oder 8, ja, 57 war. 57 war also Sputnik, okay. Sputnik, und ja. Das ist so ein bisschen das Datum, was jetzt relevant ist bei der ganzen Geschichte. Das Ding jetzt schon vorher haben fliegen lassen, wahrscheinlich, na klar. Das Ding war nicht dafür gebaut worden, um irgendwie einen Sputnik in Orbit zu bringen, sondern um Atombomben auf amerikanische Städte zu schmeißen. Trotzdem sagen wir so, roundabout 60. Geburtstag, ne, wäre jetzt schön gewesen, halt irgendwie nach Moskau ins Raumfahrtmuseum zu gehen, was mich, ich kenne das nur noch als das alte Messegelände quasi, noch nicht in dieser neuen Form, wie es jetzt ist. Das letzte Mal, wo ich in Moskau war, 2008, 2007 oder 2008 war ich das letzte Mal in Moskau. Da bin ich ja bloß da vorbei, aber habe mich nicht da so bewusst damit befasst. So. Wie auch immer, wäre jetzt toll gewesen, ne, da was zu machen. Ich hatte das auch mal ein bisschen vorgeschlagen bei 3SAT Nano. Irgendwie ist das nicht so richtig angekommen, weil es ist jetzt kein aktuelles Wissenschaftsthema in dem Sinne. Ich finde es halt bloß total. Ja, Nano, die machen lieber irgendwie etwas, das irgendwie zumindest gerade aktuell von der Uni rausgegeben wurde oder so. Wobei ich mir dann halt sage, man sollte auch mal, also ich meine, Wissenschaft besteht auch viel darin, dass Dinge eine gewisse Stabilität erreichen, also funktionieren. Ja. Und auch Technik, alles. Ja, und ich meine, das Zeug funktioniert halt, ne? Und das zeigt uns halt, dass Sachen richtig gebaut sind. Oder dass auf der Basis man für die konventionelle Raumfahrt halt auch durchaus weiterentwickeln kann. So, ne? Ja, man hat ja damals einfach bloß die V2-Rakete, wie sie war, genommen und ein bisschen verbessert, so die offensichtlichen Verbesserungen, dass man halt nicht mehr mit Alkohol geflogen ist, sondern mit Kerosin. Aber so die grundlegende Technik, dass man halt die Turbopumpen mit Wasserstoffperoxid antreibt und so weiter, hat man einfach beibehalten. Und ja, funktioniert. Bis heute. Bis heute, ja. Auch in Kuru. Ja, ist natürlich eine... Also es ist, man sieht es schon in der Form, sieht man, dass das Ding total veraltet ist, weil aerodynamisch macht das einfach keinen Sinn, die so pfeilförmig zu machen. Ist auch nicht gut für die Masse. Also man hat halt so diese kegelförmigen Tanks da drin, was überhaupt nicht effizient ist und alles sowas. Aber hey. Das Ding fliegt, man hat halt die Produktionsanlagen, man hat keine Lust, neue Produktionsanlagen zu machen, hält die halt im Schuss und fertig. Genau. Willst du noch was wissen? Irgendwie, eigentlich sitzen wir hier wegen diesem Ariane-Film, ne? Über Nein, also wir hatten es ja schon länger mal vorgehabt, uns irgendwie mal hinzusetzen und uns darüber zu unterhalten. Aber im Prinzip haben wir ja jetzt einen Anlass gefunden. Irgendwie 2 Satelliten sollen mit einer Ariane 5 Rakete gestartet werden und die startet nicht. Weil am Anfang hieß es noch, ja, Arbeiterstreik.
Und das war es am Anfang ja auch. Irgendwie die Firma, die dort für die Infrastruktur zuständig ist, die normalerweise die Raketen raus zum Startplatz fahren, die haben gestreikt. Das war der Grund für die erste Verzögerung. Und dann hat sich herausgestellt, dass das die nächsten Tage so weiterging und das wurde immer mehr. Und inzwischen ist das Ganze halt ein Generalstreik, der heute ausgerufen wurde, also für heute ausgerufen wurde. Man protestiert gegen die Gewalt in Französisch-Guayana. Die haben dort 5 bis 10 Mal so viele Morde wie in Frankreich. Gegen mangelnde Bildungschancen. Also der allererste war die Privatisierung von einem Krankenhaus. Und man fühlt sich einfach total vernachlässigt da unten. Von Corona abgesehen, fühlen die sich total vernachlässigt. Die fordern jetzt einen Marshallplan für Französisch-Guayana. Absolut soziale Krise. Sieht man, wenn man da erstmal so rumfährt, nicht so? Auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick dann schon sehr deutlich. Ja, also das ist eine extreme Spanne zwischen Leuten, die halt irgendwie klarkommen, so, ne, also die Geld haben und irgendwie ihr Häuschen und Auto und dies, und denen, die halt faktisch nichts haben. So, ne? Also das ist halt, die stehen dann, wir haben dann auch gesagt, so, ja, da steht sie wieder im Schatten. Das sind halt wirklich Gruppen von Leuten, die halt irgendwo am Straßenrand im Schatten stehen, einfach weil sie da lange warten. Das ist entweder irgendwie ein Sammeltransport, also irgendwie so ein kleiner Bus, der dann irgendwie rumfährt, die irgendwie mitnimmt. Oder mit Trampen oder sowas halt. Ne? Öffentlicher Verkehr ist auch nicht so richtig so das große Ding, was dort irgendwie gibt. Und das sind halt wirklich Leute, wo du merkst, da ist nichts. Da ist nichts da. Und das sind, warst du mal in Brasilien, samt in Südamerika unterwegs? Südamerika, muss ich gerade überlegen, verdammt. Echt viel. Oder Karibik. Karibik war ich, ja, natürlich war ich. Also Kuba habe ich eine schöne lange Reise gehabt. Also noch nicht mal, also musste ich noch nicht mal arbeiten, sondern das war wirklich Urlaub. Und zu Zeiten, wo es noch so ein Ticken sozialistischer war als vielleicht heute. Also es war um 2000 rum. Jetzt muss ich mal überlegen. Es entfällt ihnen tatsächlich manchmal, wo man überall war. Also mir geht es, weil das. Boah, Südamerika. Südhalbkugel, Feuerland. Ja, aber da ist nichts mit sozialen. Das gibt ja, ja. Das ist dann eher ein Ding so. Ja, ja, klar. Nee, da nicht. Also tatsächlich, also Grenze zum Süden hin, Mexiko, ja, aber auch unspezifisch. Also das Mexiko seit Mexiko. Weil es heißt, dass Französisch-Guayana irgendwie der wohlhabendste Teil von Südamerika sein soll. Kann gut sein. Also Freunde, die in Nicaragua und sowas unterwegs waren, was die mir so erzählt haben und auch Fotos, die ich gesehen habe oder auch Filme, die gedreht haben, so, das ist schon mal ein anderer Schnack. Also du kommst nach Französisch-Guayana, das ist im Prinzip wie Frankreich, wie Südfrankreich, ein bisschen verdreckter so grundsätzlich, ne? Und es hat natürlich ein anderes Klima. Die Läden sehen genauso aus, also die Supermärkte sehen genauso aus. Du hast natürlich halt viele bunte Leute da halt irgendwie rumspringen, so, ne? Also das ist einfach, es hat so auch so ein bisschen dieses Laissez-faire-Ding. Der Karibik, also alles so ein bisschen langsamer und ein bisschen ruhiger, was einfach verdammte Scheiße, tierisch heiß ist. So. Und die Autos sehen alle ganz normal aus, der Straßenverkehr wird von Polizei geregelt, Gendarmerie, das ist also im Prinzip wie immer. Gibt ja auch bloß, gibt ja bloß 2 Straßen dort im Wesentlichen. Ja, 2 Hauptverkehrsstraßen, ne? Also ja. Es gibt natürlich dann also Distrikte, die das ist schon noch. Aber du bist auch relativ schnell in der Pampa, ne? Ja. Und was man halt merkt, ist halt, dass sobald du so ein bisschen abseits bist, das ist halt sehr schnell verrottet. Also das ist halt sehr schnell so eine Wellblechhütten-Atmosphäre halt irgendwie kommt, wo man dann sagt, okay, das kenne ich jetzt auch von USA oder sowas halt. Das sind halt Farmer, denen ist das Boogie, wie ihre Scheune aussieht. So. Denen ist das egal. Ja. In dem Haus, wenn das sieht von außen vielleicht nicht so schön aus, aber wenn du reinkommst, ist es halt
behaglich und nette Leute so. Ist dort sicherlich genauso. Aber die Diskrepanz ist schon stark. Wenn du auf den Wochenmarkt gehst in Kourou, dann siehst du das ein bisschen. Also du gehst da, so ein großer Markt, so, was man hier in Berlin so als so einen hippen Ökomarkt irgendwie abstempeln würde. Ne? Hast du deine Gemüsestände, es gibt Honig zu kaufen, es gibt so ein bisschen Kitsch und Handwerk auch so, ne, so für die Touris. Holzraketen. Aus Tropenholz geschnitzte Raketen, bestimmt super. Ja, es ist schwierig in Französisch-Guyana in den Tropen anderes Holz zu finden. Vermutlich. Das kein Tropenholz wäre. Ja, also überbordende Landwirtschaft, also es hat man Hammer Angebot, so natürlich dann ihre geschredderten Hühner, die da irgendwie auf den Grill geworfen werden, so. Und ja, also so wie man es halt aus der Karibik halt kennt, so ein bisschen kreolisch alles, also so, das hat echt was Schönes, aber du siehst eben, es gibt halt Leute mit Geld, die einfach da bezahlen können. Die Preise sind relativ europäisch. Also so jetzt vielleicht nicht Biomarktpreise aus Berlin, aber so schon Normalpreise so. Und welche, die das halt nicht können. Ja, und das sieht man schon deutlich. Und du siehst auch so ein paar Gestalten, die jetzt andere Sachen verkaufen da. Ja, also es gibt ja einen regen Kokainhandel. Ne? Es ist ja, Kolumbien ist nicht so weit weg. Haschisch ist Standard. Das riecht auch an jeder Ecke danach. So. Also wird, das, ne? Ja gut, kennt man auch aus Berlin. Ja, aber jetzt für die restriktiven Gesetzgebungen, die du halt in Frankreich hast, ist das dann halt schon irgendwie recht erstaunlich. So. Okay. Da habe ich ja letztes Jahr einen Film drüber gemacht. Also es ist so ein bisschen... Das macht jetzt nicht so, also wenn man jetzt viel unterwegs ist als Macher und viel auch an, also ich war ja viel im Nahen Osten und so, das hieß halt andere Sachen, da ist das so, ja, es ist ja schon eher Holiday, also es ist jetzt nur, dass mich das irgendwie in irgendeiner Art irgendwie beunruhigt hätte oder sowas halt. Was ich nicht so gemacht habe, was aber Kollegen gemacht haben, die sind dann nochmal so ein bisschen, wo wir dann irgendwie abgedreht hatten und fertig waren, einfach nochmal so ein bisschen feiern gegangen mit ein paar von der ESA da, also von Airbus Safran, die einfach dann auch ihre Mission quasi beendet hatten und dann auch einfach noch eine kleine Abschlussfeier gemacht haben. Mir ging es dann an dem Tag irgendwie nicht so doll und weil ich hatte irgendwie einen Sonnenstich, schlichtweg, einfach irgendwie zu viel Sonnen passiert. Und wollte dann einfach irgendwie nur noch ins Bett, so. Und die sind dann noch ein bisschen unterwegs gewesen und die sind dann irgendwie mit dem letzten Fahrgelegenheit, die irgendwie offiziell bestand, also weil jemand, der nicht getrunken hat, dann irgendwie noch gefahren ist, sind die dann nicht mit. Die wollten einfach noch einen Moment bleiben und irgendwie noch ein letztes Bier trinken. Und die sind dann halt irgendwie zu Fuß dann irgendwie aus diesem, da gibt es so einen kleinen Distrikt, so ein bisschen so wie Vorstadt da in Kourou, wo du, da hast du eine kleine Tanzbar oder sowas. Das besteht letztendlich aus Prostituierten und Fremdenlegionen. Ja. Die sich gegenseitig unterstützend irgendwie in die Arme greifen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es im Prinzip sowas in der Art. Die Fremdenlegion, die hockt halt da auch hinter jedem Baum. Irgendwie, die haben auch angefangen, dort grundsätzlich zu patrouillieren, um sicherzustellen, dass dort keine Sabotage und so weiter passiert. Mhm. Irgendwie in den 80er oder 90er Jahren gab es da mindestens die Vermutung. Offiziell war es eine Panne, aber es gibt da so hintenrum immer mal so Gerüchte, dass es heißt, da wurde sabotiert und seitdem ist man da doch sehr vorsichtig geworden. Also Fremdenlegionen, wie gesagt, hast du an allen Ecken und Enden und auch dann halt... Die müssen auch unten im Süden die Grenze irgendwie bewachen, weil dort kommen öfters mal aus Brasilien Leute, die Gold schürfen, illegal und so ein Späßchen. Da kommen wir später noch dazu. Ist halt ein Riesenland, das ist so groß wie Tschechien, so groß wie Österreich. Fakt ist, dass die Jungs dann, das war mein Kameramann und der Tonmann, die sind dann gelaufen und echt durch den Viertel gelaufen, wo er dann alle mal alle gesagt hat, da sei ich lang gelaufen. Das Witzige war, da kam die Gendarmerie angefahren und die so, wir werden jetzt von der Gendarmerie mitgenommen, können wir irgendwie den Weg abkürzen, ich wollte auch bloß ins Hotel, so, und das Hotel war ein bisschen außerhalb von Kourou, am Fluss gelegen, da am Anleger übergeht dann die ganzen Teile mit dem Schiff ankommen, so, quasi gegenüber, also selben Flussseite, aber unweit der Brücke. Gendarmerie hält an und sagt so, it's dangerous here.
You have to be. Dann sind wir weitergefahren, was natürlich total hilfreich ist, wenn du wieder unterwegs bist. Das ist dich dann da stehen lassen. Haben es dann irgendwie geschafft, die sind dann irgendwie von Einheimischen einfach mitgenommen worden. So. Die sind mit ihren französischen Klapperkisten dort irgendwie angehalten und dann haben die mitgenommen und haben sie dann quasi auf der Auffahrt zum Hotel halt dann irgendwie rausgelassen. Die mussten dann noch ein Stück durch den Dschungel laufen, weil das Hotel quasi so musste durch eine neue Straße irgendwie durch. Da waren dann auch überall so kleine Affen, die dann irgendwie Zirkus machen da in Bäumen. So. Das kann schon ein bisschen gruselig sein, so wenn der. Die berühmten Neuweltaffen. Wenn du dann in so einer dunklen Schotterpiste langläufst. So. Ah ja, also ich bin noch in Jena schon nachts durch einen Forst gelaufen. Das ist doch irgendwie. Gut, okay, also da hätte ich dann vielleicht eher so ein bisschen Bedenken, was Wildschweine betrifft. Ja, witzigerweise tagsüber ist mir einmal passiert, aber das war tagsüber, da ist eine ganze Rotte irgendwie lang, irgendwie so 15 Wildschweine mal eben so über den Weg gerannt. Das war doch recht beeindruckend. Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend. Wenn du den Hund dabei hast, ist ein bisschen gefährlich, weil die gerne mal auf den Hund losgehen. So. Ja. Wie gesagt, ist nichts passiert, aber es passiert tatsächlich viel in Kuru. Es gibt wirklich viel Kriminalität. Ich denke, es hat auch was mit dem Drogenschmuggel zu tun und so. Und selber habe ich das jetzt so nicht mitgekriegt. Ich habe die Leute als sehr freundlich empfunden. Viele wollten nicht gefilmt werden, also wenn man halt dreht, so, also quasi ein bisschen Stadtleben gedreht. Ist im Film jetzt nur rudimentär drin, weil Zeit im Film tatsächlich gar nicht dafür da ist. Aber wir haben dann doch einiges da gemacht. Und wenn du davon noch was hast, das würde ich mir gerne mal anschauen. Ja, also so Rohmaterial kann man auch gerne mal kicken, so. Also am Schnittplatz, also gibt es halt wirklich schöne Sachen so von dem Fischmarkt, also wo halt wirklich die Hunde da aus dem Kuru River so die Fische raus, so, wo ich dann irgendwie erfahren habe, dass dann der eine große Fisch, den sie da mal irgendwie, das ist so eine Art, eine Welsart, das ist ein Riesending. Das gibt es auch im Mississippi oder in der Donau, die sind so 3 Meter lang, also ja. So ein Aporillos, so ein Catfish. Ja. Dass der wohl unter Naturschutz steht. Und der wird dort halt überall in jedem Restaurant das Ding essen. Joe. Der Fluss, der hat irgendwie ziemlich viele Sedimente, habe ich gehört. Irgendwie, dass er ziemlich braun ist, ne? Du musst den permanent ausbaggern auch. Also, weil der schleppt halt da irgendwie von überall das Zeug ran. Und deswegen sieht auch der Strand in Kuru, der eigentlich echt hübsch ist, ne? Also mit Palmen und weißer Sand. Habe ich auf der Karte gesehen irgendwie. Da ist ein riesenlanger Strand. Ja, es gibt da echt einen tollen Strand. Aber der ist halt leider echt, das Wasser sieht halt einfach nicht schön aus. Es ist halt nicht dieses karibische blaue oder türkisfarbene Wasser. Das gibt es, also es ist natürlich so, aber es ist eben durch den starken Einfluss von dem Fluss halt so bräunlich halt, ne? Also im Delta. Ja, ja. Delta-Kartik. Das kennt, also wer schon mal im Schwarzen Meer war, vom Donau-Delta, da sieht es ziemlich genauso aus. Okay. Also stark, bis auf die Palmen, die hast du doch nicht. Aber schon sehr ähnlich. Weil einfach der Fluss, das verläuft sich dann. Ne? Gut, du hast das Interview noch nicht gehört, aber das war halt so von also der Lorenz hat sich halt auch so mit Einheimischen unterhalten und also die dort halt protestiert haben. Und die meinen halt, ja, hier gibt's halt nicht, in Martinique und in Guadeloupe, da haben die wenigstens die Strände, die haben die Touristen und so weiter, ne? Und ja, klar, logisch, ne? Also ich meine, die Strände hast, ich weiß nicht, wie es dann in Richtung Suriname aussieht. Ich weiß nicht, ob da irgendwie dann ich weiß nicht, wie die Flussdeltas dort verteilt sind. Ich glaube, da kommt nicht mehr allzu viel, weil also das. Da könnte es dann sein, dass da hinten ist. Der Kuru River ist so, also ist mir so gesagt worden noch, ne? Also geografisch betrachtet ist das der nördlichste Ausläufer vom Amazonas. Okay, aber dann müsst ihr noch ein Stück nördlich, kommt ja gleich der Orinoco. Da müsste ich jetzt so gucken, wo der reinkommt. Es gehört, also der Kuru River gehört wohl noch zum Amazonas-Delta, wo er 500 Kilometer fast davon weg oder 300 Kilometer davon weg ist. Ja, es gibt eine Verbindung zwischen Amazonas und dem Orinoco, witzigerweise. Also gehört das wahrscheinlich wirklich zu so einem großen Komplex halt. Ja, ist ein Riesending. Und wie auch immer. Also
die kotzen natürlich, Entschuldigung, die kotzen natürlich echt so ein bisschen rum, weil es in der Region letztendlich relativ viel andere Sachen gibt, die deutlich interessanter sind als Kourou, jetzt abgesehen, dass die einen Weltraumbahnhof halt haben. Ne? Ja. Also, was sie nicht auf die Reihe kriegen, zum Beispiel in Kourou, ne? Oder ja, in Französisch-Guyana ist, also Rum haben wir ja überall, zum Beispiel in der Karibik, ne? Also, ja. Gibt ja überall guten Rum in den meisten Fällen. Wo es keinen guten Rum gibt, ist in Französisch-Guyana. Die haben zwar welchen, der schmeckt doch an sich, aber der ist halt nicht so gut wie zum Beispiel von Martinique oder sowas halt. Ne? Ja. Geschweige denn Kuba oder sowas halt, also was dann noch ein bisschen weiter nördlich ist. Du kannst halt irgendwie 20.000 Sorten Rum kaufen dort. Und davon sind vielleicht 3 aus Französisch-Guyana. Hm. Ne? Und das ist halt so. Die haben einfach dieses. Da haut alles nicht. Also die haben. Kommt zu viel aus Frankreich. Die haben nichts Richtiges. So, also wo man sagen würde, das ist jetzt so ihr eigenständiges, eigenes, identitätsstiftendes Ding. Hm. Eigentlich sollte das der Weltraumbahnhof meiner Meinung nach sein. Also da kann das doch sein. Ja, aber es wird halt nicht von den Einheimischen irgendwie frequentiert und. Nee, die haben auch in den meisten Fällen nichts davon. Ne? Also es ist. Ich meine, die, da muss man das auch nochmal sagen, also die Mitarbeiter natürlich, die dort halt leben, es gibt welche, die leben schon sehr lang da, also die alten, ich sag mal, die alten Hasen, so, die ich da so kennengelernt habe, die haben da wirklich ihre Häuser, die leben zwischen den Leuten. So. Die haben da halt ein Haus, sicherlich in einer bisschen besseren Gegend, ne? Ja. Leben da mit ihren Familien oftmals auch, also, wenn nicht ständig temporär. Und andere, die halt auf Mission sind, die leben dann halt in diesen Gated Areas, was so wirklich so eine Camping- oder Wohnbungalow-Siedlungsartiges Ding ist. Und das ist halt völlig abgeschottet. Wobei ich schon fand, dass man sich da halt irgendwie trifft, ne? Also da gibt's halt diese bisschen das Traditionelle, wenn du irgendwie was abends essen willst und Restaurants sind ja, gibt's nicht so viele. Und wenn, sind die auch echt richtig böse teuer. Okay. Dann gehst du halt auf einen großen Parkplatz, da gibt es diverse da irgendwie in Kourou, also vor Supermärkten oder so, oder halt im Stadtzentrum. Und da kommen dann halt so eine Food Trucks an, die ja. klappen so ihre Theke auf und dann machen die da halt Hamburger oder Hat's doch. Ist das in dem Film mit drin? Ich weiß gar nicht mehr. Hast du mir das bloß gezeigt? Okay. Nee, ich habe dir Fotos gezeigt, glaube ich. Dann hast du mir Fotos gezeigt, okay, ja. Das ist schon cool, weil das hat echt was, da läuft da lustige Musik, dann sitzen da so die ganzen Raketenjungs da, die Journeys rum und die von OAB, die da irgendwie gerade ihre Galileo-Satelliten irgendwie zusammen getackert haben und dann sitzen da halt irgendwie die ESA-Heinis und dann sitzen da noch andere und das ist zum Beispiel von der Kness. Die sitzen halt irgendwie alle zusammen und quasseln da durcheinander. Und hauen sich da irgendwie für 3,50 Euro irgendwie einen Hamburger rein und noch ein paar Bier. Und das hat dann wirklich so auch so ein, also da hatte ich so ein Gefühl von so einer Gemeinsamkeit. Also ja. Von denen, die dort leben, also von den Leuten, da waren ja auch ein paar Einheimische noch mit dazwischen. Und so, das hatte irgendwie was sehr Schönes. So. Und das ist aber wahrscheinlich nicht nur so ein Minimalausschnitt. Ist halt so ein Randphänomen. Hm. Und normalerweise hast du halt im Durchschnitt überbezahlte Europäer, die dort halt irgendwie unterwegs sind und halt Einheimische, die da irgendwie lustig die Facilities irgendwie sauber machen dürfen. Ja. Und die Grenze geht auch zwischen Weiß und Schwarz, ne? Das muss man auch mal. Ja. Nicht. Das ist so. Nicht immer, ne? Es gibt doch anders, ne? Aber. Ja, es gibt halt immer so Übergänge und dann ja, ist es halt trotzdem. Also im Großen und Ganzen ist es so. Hm, ja. Also das muss man auch so sagen. Und also für ein EU-Land, im weitesten Sinne, ist es schon irgendwie ein bisschen schwach, wenn dann da die Schulen nicht gut aussehen. Ja. Ja. Ich meine, gut, hier in Berlin sehen sie auch nicht schon aus. Also ich meine, ich wohne hier direkt neben 2 Schulen und die sehen nicht toll aus. Insgesamt, also Schulen in Berlin sehen nicht gut aus. Überhaupt nicht. Also relativ schlecht in Schuss gehalten an vielen Stellen. Naja, jetzt bloß vom Gefühl her, was ich ja dort so gesehen habe, dass es halt irgendwie dem Standort nicht genügt. Ja, davon, dass man jetzt sagt, so, ich habe jetzt das Gefühl, ich fahre an der Schule vorbei und die Schüler wirken auf mich so, als würden sie da was lernen. So, ja. Ja.
gehört auch zu den ganz großen Problemen, die angesprochen werden. Und die Franzosen. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist halt echt alles runter. Also ja. Das meiste Zeug ist dort wirklich echt durch. Und ich verstehe nie, warum die so schlecht damit umgehen, weil die Leute, die sind ja cool. So. Ja. Die Franzosen, ich weiß nicht, irgendwie, die haben nicht so. Natürlich ist es keine Kolonie mehr, aber irgendwie haben die Mentalität noch nicht ganz abgelegt. So kommt es mir ein bisschen vor. Die Mentalität, die merkst du dann, wenn du an anderen Standorten in Frankreich unterwegs bist, im Ariane-Programm. Hm. Das ist nicht so Eierpapaya, ne? Hier, wir machen irgendwie alle bauen zusammen eine lustige Rakete und sowas halt, ne? Da ist echt viel Frustration auch mit dabei, ne? Und auch so Platzhirsch-Ding, so, ne? Also bei Deutschen habe ich das so gut wie gar nicht festgestellt. Also jetzt, ne, ich will jetzt nicht auf den Franzosen rumhacken oder so, aber die ganzen Dreharbeiten, die wir halt irgendwie hatten, und ich war ja in Vernon, in Le Mourant und da in Paris unterwegs. Ne? Sag mal, was da jeweils gebaut wird. In Le Mourant ist im Prinzip die Hauptproduktionsstelle für die Hauptstufe, also quasi der Tank wird da zusammengetackert, also überhaupt grundsätzlich gebaut. Also was man ja wunderbar sieht in der Doku. Genau, also da werden die ganzen Platten gefüllt. Durchaus beeindruckend, auch beeindruckend dünn. Was mir ja intellektuell vorher schon klar war, aber das, wenn man es dann sieht, ist es dann halt immer noch erstaunlich, wie dünn das ist, auch wenn man es weiß. Also für das riesige Volumen, was das umspannt, ist es halt echt. Das ist dünner als eine Bierdose. Also im Verhältnis. Im Verhältnis ist das unfassbar dünner als eine Bierdose. Das ist ja im Prinzip ein Hauch von Material am Ende dann bloß noch. Ja. Also wie auch immer, also die Hauptstufe, dann diverse Tanks auch für die Oberstufe werden da gebaut. Ne? So gerade so auch Zwischenwände ist dann immer in Kombination auch mit den Sachen, die aus Augsburg geliefert werden. Also es ist so ein bisschen ein Verbund, weil also die Deckel, die halt auf die Tanks kommen, die sind dann wieder aus Deutschland, die haben nochmal eine ganz spezielle Form. Genau, ja. Dann wird in Le Mourant auch die ganze Isolierung auf die Oberstufe, wird auch Isolierung draufgepackt, aber eben hauptsächlich auf die Hauptstufe. Das Vulkan wird halt drunter integriert, das kommt ja in dem Fall aus Vernon, ne? Da werden die Sachen halt fertig gebaut. So ein bisschen Kleinkram, den ich jetzt nicht so im Einzelnen gesehen habe. Die ganze Verrohrung zum Beispiel wird ja auch in Le Mourant gebaut. Ne? Also das ist ja nicht zu unterschätzen. Es sind ja doch viele Rohrverbindungen, die sehr speziell sein müssen. Dann die ganzen Pumpen werden da mit, also Turbopumpen werden eingebaut. Also solche Sachen halt. Dann diverse Distanzringe, die werden zum Teil mit angeliefert, dann aber dort komplettiert. Also quasi der Ring, der das obere Segment der Booster, also die Halterung der Booster in sich trägt, also eigentlich das Schubsegment, der Schubring im oberen Bereich. Das ist dann unten hin, ne? Und dazwischen hängt der Tank, der Hauptschubentank und oben drüber nochmal ein stabiler Ring, der das im Prinzip hält. Jo. So. Und diese Sachen sind maßgeblich die Elemente, die eben auch noch in Le Mourant mit hergestellt werden. Ist auch ein Riesenkomplex in Le Mourant, ne? Also ist echt ein großes Werk. So. Die machen natürlich auch noch viel Luftfahrtgeschichten und sowas halt noch. Also es ist nicht ausschließlich Ariane. Vernon genauso, da wird ja auch noch ein bisschen an der Atomrakete rumgeschraubt, die M51 ist die. Genau, ja. Da passiert ganz viel auch noch in Vernon. Deswegen auch alles ein bisschen kompliziert mit der Dreherei da. Da hast du dann immer so einen Rattenschwanz an Security irgendwie hinter dir her, die genau gucken, was du da irgendwie treibst. Das war ein bisschen anstrengend. Im Großen und Ganzen, also Le Mourant wie auch Vernon, schöne Standorte, passiert ganz viel, hat alles so ein bisschen einen abgerockten Charme. Also man kommt da hin und denkt so, hier wird jetzt Rakete gebaut, so. Ja, es ist auch nicht die neueste Technik, ne? Da ist halt. Es sieht halt alles manchmal ganz schön, dass die Kantine ist besser im Schuss als der Rest der ganzen Bude da. Ja, ne? Also Kantine ist auch wichtig, weil es ist halt eine komische Technologie. Also Hightech ist es ja nicht. Es ist eine extrem konservative Branche,
die wesentlichen, wo Zuverlässigkeit eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Du musst halt alles irgendwie ein bisschen stimmen, ne? Ja, dann bleibt es nicht aus, dass man dann halt irgendwie Jahrzehnte alte Technik benutzt. Und ja, es geht dann sicherlich von der Einstellung her dann mit einher, dass man das nicht unbedingt alles auf Hochglanz poliert. Das ist bei SpaceX eine völlig andere Sache, wobei ich denke, da wird das jetzt auch in nächster Zeit sich langsam ändern. Ich meine, die nehmen jetzt die fünfte Variante von der Falcon 9 in Betrieb und danach haben sie gesagt, dann wollen wir das mal so stabilisieren und dann muss man abwarten, wie sich das bei SpaceX entwickelt in den nächsten 10 Jahren oder so. Da wird sich nochmal viel ändern, aber ja, Ariane 5 wird seit den 90er Jahren gebaut. Also, das da, was ich sagen wollte, im Gegenzug dazu. Ne? Hm. Also, in Frankreich, wie gesagt, die machen das da alles cool. Man spürt aber so eine. Da weht ein leichter Wind der Veränderung durch die Hallen. So. Also wahrscheinlich werden ein paar Unternehmen, die da irgendwie zuliefern, rausfliegen. Also ich vermute da, dass da Veränderungen, also man spürt, dass da irgendwie. Ja, wenn man mit den Leuten von Airbus Safran redet, da, und ich hatte die direkt darauf angesprochen, dass da wahrscheinlich einige Einsparmaßnahmen unter den Leuten eingeführt werden, also dass Leute entlassen werden. Hier ist so von nö, darüber reden wir nicht. Nee, ist auch ganz klar, dass jetzt bin ich ja auch mit mir nicht darüber geredet. So. Also jetzt halt nicht offiziell. Also. Aber irgendwie muss man halt, wenn das Ding nur noch die Hälfte kosten soll, Ariane 6 Rakete, wie willst du das hinkriegen? Klar, du kannst natürlich auch noch von der Altersstruktur natürlich auch noch, da gehen auch viele Leute weg. Da kann ich auch mal dazu kommen, weil du siehst schon, dass halt viele Leute, die sind so Ende der 50er unterwegs, die irgendwie, wo das Projekt anfing, in der richtigen fetten Zeit waren, ja, mit Anfang 30, so, ne, also gut ausgebildete junge Ingenieure, die halt da in Saft und Kraft standen und dann quasi das Projekt angeschoben haben. Ah, das ist gut, dass die noch da sind, jetzt, wo die Ariane 6 gebaut wird. Weil einfach da auch wirklich die Erfahrungen nötig sind. Die ganzen Jungspunde, die man so trifft, da gibt es ein paar, die wirken auf mich, wo ich mir sage, okay, dem vertraue ich, dass sie das können. Also einfach junge Ingenieure, die haben wir auch im Film zum Teil mit drin. Wobei ich jetzt erst wieder ihn rausgeschmissen habe, weil er einfach zu viel, zu schnell erzählt, das funktioniert für den Film nicht so. Der war jetzt so richtig so voll begeistert. So. Ja, das ist schwierig. Den müsste ich dann wirklich rausnehmen, weil es einfach, das hat nicht gepasst an der Stelle. Das hat der Kommentar, kann das einfacher erklären, als wie er es dann halt in seiner Begeisterung erklärt hat. So. Egal. Fakt ist, die gibt es natürlich, die Menschen da, ne? Aber so im Großen und Ganzen macht das in Frankreich alles ein bisschen leicht einen angestaubten Eindruck. Und wenn du dann aber im Gegensatz dazu in Deutschland bist, das sind jetzt auch nicht die neuesten Fabriken, die dort stehen. Also jetzt in Ottobrunn oder so, wo die SHM-7 und auch die Vulkan-Brennkammer halt hauptsächlich hergestellt werden. Ja. Natürlich auch viele andere Satellitentechniken und auch experimentelle Triebwerke. Und auch für diesen experimentellen Gleiter, der ja auch noch getestet wird hier gerade aktuell. Ich weiß, welchen du meinst. Ich komme nicht auf den Namen von dem Ding. Spezielle Triebwerke und so. Fakt ist, wenn du dort reinkommst, weht da noch ein bisschen anderer Wind. Also es ist halt so, man hat den Eindruck, dass da ist man so ein bisschen heißer drauf auf die ganze Geschichte. So, ne? Das sind auch viele ältere Leute, aber auch ganz normale Auszubildende, jüngere Leute, die nachwachsen. So. Und die waren auch so ultra gut vorbereitet. Also das ist dann halt, du kommst da jetzt als Drehteam, ja, die machen das ja nur öfters mal, es ist ja nicht so, dass wir das erste Drehteam sind, die da gedreht haben, kommst du halt irgendwie hin und die sind halt super gut vorbereitet. Die haben halt dann die Produktion entsprechend schon mal getaktet, dass man halt die Chance hat, überhaupt von einem Tag oder von 2 Tagen so ein bisschen größere Abschnitte auch mal genauer sich anzuschauen, weil normalerweise sind die ja nicht zwingend so getaktet, dass man von Station zu Station gehen kann, um die irgendwie sich anzuschauen. Und das haben die dann halt wirklich gemacht, so. Und ob man das jetzt irgendwie als Hightech einstuft oder nicht, sei dahingestellt. Das Normale für mich als Systemtechniker, ja, sage ich mir, ja, okay, es ist halt ein tolles Fertigungssystem, Fräsmaschine im weitesten Sinne, macht es halt. Jo. CAD-Technik, okay, klar, gut. Ne?
Interessant wird es natürlich dann bei solchem freakigen Zeug wie halt dieser ganzen Galvanisierung und sowas. Genau, dann, das, ja? hat mich, das hat mich echt etwas erstaunt, dass man halt wirklich alles, was an Kühltechnik da kommt, komplett mit Galvanisierung da drauf macht. Diese ganzen Kühlkanäle, dass die nicht reingefräst werden, sondern komplett mit galvanischer Technik da halt drauf kommen, das war... Na, die werden ja schon reingefräst. Hm. Ja, dann werden ja ein Stück weit werden sie reingefräst, aber der obere Teil wird halt nicht irgendwie drauf geschweißt oder so, nee, sondern halt komplett drauf, elektrochemisch da abgeschieden. Und jede Ansatzstelle für irgendwelche Rohrleitungen oder auch diese großen Ringe, die Zuführungsringe, die da dann also in diese Expansionsdüse übergehen und so, diese ganze, das ist ja alles Material, was halt relativ stark sein muss, weil ja da Sachen angebracht werden. Aber der Rest muss ja nicht stark sein. Das heißt, du fräst oder drehst in dem Fall dann ja schon wieder irgendwie 90% des ganzen vorher aufgebrachten, in Wochen aufgebrachten Nickels schon wieder runter. Ja. Also es ist schon irgendwie... Man guckt sich das an und denkt sich, das ist nicht effizient. Es ist definitiv nicht effizient. Aber es ist wahrscheinlich die Variante, wie es dann auch safe funktioniert. Kann ich mir sehr gut vorstellen, klar. Aber dann ist halt auch klar, dass man irgendwie, sobald dann jemand kommt, der sagt, wir machen das so billig, wie es geht, dass man damit nicht mehr mithalten kann. Wobei man, glaube ich, dort wahrscheinlich nicht sparen wird. Und das ist auch nicht der große Punkt. Also es ist wahrscheinlich auch, nicht. Nee. Ist mir auch vor Ort, es ist viel Arbeit einfach. Es ist viel Maschinenarbeit. Also wenn du dir die Galvanisierungsbude anguckst, da, also die Abteilung, die die Galvanisierung machen, also was wirklich auch echt ein krasser Prozess ist, sind 6 Leute. Ja, klar. Ja, die sind auch nicht zwingend alle zu jeder Schicht da. Also sagen wir mal, lassen wir den ganzen Fuhrpark da mit 3 Leuten betreiben. So. Und natürlich hängt da die Glocke irgendwie da in diesem Galvanikbecken rum, muss bestückt werden. Aber so im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht so die Manpower. Ja, der Punkt ist halt, so ein Ding baust du alle 2 Monate. So ungefähr, wenn du 6 Raketen im Jahr hast. Okay, manchmal sind es 8. Ja, 8 gesprochen. Ja, ja, klar. Machen sie natürlich nicht jedes Jahr, was klar. Dann sind es alle 6 Wochen halt, ne? Also so alle 6 bis 8 Wochen kommt halt so ein Triebwerk da raus. Die haben nicht so extrem viel zu tun. Das ist jetzt nicht wie in der normalen Industrie. Ne? Ja, also die werden, glaube ich, recht gut bezahlt, die Menschen, die dort arbeiten, was auch völlig in Ordnung ist. Ja, dann ist halt klar, dass das teuer wird, weil bei SpaceX hast du halt dann jede Woche irgendwie 2, 3 Triebwerke, die da rauskommen. Wenn es geht, ich glaube, also der Plan ist halt, dass irgendwie jeden Tag ein Triebwerk letzten Endes fertig gebracht wird dort, und das ist ein völlig anderer Prozess dann. Der ist dann auch viel effizienter. Selbstverständlich. Also ich habe genau auf die Sachen, eben jetzt auch, die sind im Film nicht sofort, weil darum geht es jetzt in dem Film. Klar, ja. Aber ich habe natürlich darauf angesprochen, also auch den Boss da von Airbus Safran, den Scholz in Bremen. Und da habe ich auch gefragt, so, der hupt mir jetzt in die Hanseln rum da die ganze Zeit, und dann irgendwie hat das, also ich war jetzt 2-mal in Bremen, deswegen konnte ich quasi ganz am Anfang des Drehs dort sein, und dann war ich halt nach dem ganzen Riesending immer um die Welt dann quasi dann wieder dort und konnte dann halt nochmal sprechen. Ich kapiere das nicht. Und dann hat er gesagt, naja, also Raumfahrt ist jetzt nicht bloß Effizienz, das natürlich Effizienz im Sinne von technisch effizient, dass du irgendwie deinen Nutzlast nach oben bekommst, sondern das will irgendwie möglichst effizient sein. Aber es ist eben auch ein Projekt von Menschen, und es ist ein Projekt von einer Gemeinschaft. So. Und das heißt auch Verantwortung den Menschen gegenüber. Das heißt nicht Sachen sinnlos ineffizient machen, sondern es heißt aber eben auch, Menschen zu wertschätzen. Und wenn sich Technologie ändert, die ja deutlich besser ist, versuchen das nicht sofort als Cut zu sehen, sondern halt das weiterzuführen. Versuchen, die Leute weiterzuführen, oder zumindest, wenn sie jetzt irgendwie aus dem Unternehmen ausscheiden, weil sie einfach auch schon ein gewisses Alter erreicht haben, das halt irgendwie mit zu fördern. Aber gleichzeitig eben doch den jungen Leuten so viel Begeisterung mitzugeben, dass sie eben doch die neue Ideen entwickeln wollen. Das habe ich wiederum dann in der Moro, wo ja auch die Hauptentwicklungsabteilung für die Ariane 6 ist, schon durchaus gespürt. Du guckst in den Gang rein, also das ist halt diese Entwicklungsetage so. Jo. Der Älteste dort ist vielleicht 35. Okay. Also wirklich echt super viele junge Leute. Das könnte auch genauso, also vom Aussehen her, da hängen also die ganzen Hipster-Bärte rum so, und mit ihren schicken Kloppy-Turnschuhen und ihren tollen
Schlauchjeans da. Und du denkst, könnte jetzt genauso auch ein Startup sein, die irgendwie eine blöde Fitness-App programmieren oder sowas. Also ja, das ist zumindest das, was von der Werbung her auch gesagt wurde. Ist auch so. Also wenn du dort bist, siehst du das. Natürlich sind das jetzt, das ist natürlich auch ein bisschen Fassade, ne? Also drunter steckt natürlich echt ein ganz, ganz schwerfälliges, auch von der Politik beeinflusstes Management-System, was sich nicht zwingend schnell bewegt. Ja, so, ne? Das hat man ja auch gemerkt. Also das sieht man alleine schon am Durchmesser von der Rakete, bleibt bei 5,4 Meter. Der Durchmesser von den Feststoffboostern bleibt gleich. Vielleicht. Ich meine, klar, ist ja auch vieles wichtig, aber es ist alles dann schon nicht mehr ideal. Und also jetzt im Film stellen wir auch noch die Grafik ist noch nicht ganz fertig, wir stellen auch direkt die Ariane 6 mit der Ariane 5 nochmal so, machen so Überlappungsgrafik, wo man dann ziemlich deutlich sieht, wie da die Geburt der Ariane 6 letztendlich eigentlich da schon angelegt ist. Also, klar, du hast die lange Oberstufe durch das neue Vinci-Triebwerk und sowas halt, ne? Dadurch ist es einfach irgendwie ellenlang. Ja. Aber nicht zwingend. Durch die Tanks vor allen Dingen. Die müssen halt größer sein, weil passt mehr Treibstoff endlich rein. Und das ist jetzt nicht der große Wurf, ne? Wahrscheinlich so. Also es ist eben, halt irgendwie so ein Ding zwischen, wir wollen mal auf der sicheren Seite bleiben, weil funktioniert ja eigentlich alles ganz gut. Andererseits ist natürlich, wenn doch mit dem... Ich meine, man darf auch nicht vergessen, die Ariane 5 war ein traumatisches Erlebnis, die Einführung von der Ariane 5. Ja, das hat geknallt, ne? War halt letztendlich eine völlig andere Technik, obwohl man halt die ganze Zeit behauptet, also es ist nur eine Fortführung. Totaler Schwachsinn halt. War ja geplant, also die ursprüngliche Planung von der Ariane 5 war ja durchaus Nachfolger von der Ariane 4 zu sein. So ist nicht. Aber das hat sich dann halt im Laufe der Entwicklung komplett davon entfernt. War dann komplett neu und naja, komplett neue Technik und hat natürlich nicht funktioniert. Aber man war halt trotzdem beim Management vollkommen davon überzeugt, das ist die alte Technik, das funktioniert doch. Und entsprechend hat man sofort irgendwie gleich teure Satelliten da drauf gehauen und ja, dann hat man die komplett nochmal neu entwickelt mit der ECA. Da hat man ja Vulkan 2 eingeführt. Man hat neue Feststoffbooster eingeführt. Man hat eine neue Oberstufe. Da hat man quasi erstmal die richtige Ariane 5 gebaut. Genau, dann hat man die neue Oberstufe eingeführt. Alles neu, es war kein Stück von der Rakete, war alt. Und hat natürlich sofort wieder irgendwie für eine halbe Milliarde Satelliten da oben drauf gehauen und sofort schiefgegangen, weil das Triebwerk nicht mitgespielt hat, das Vulkan 2. Ja, ist dann irgendwie abgerockt, ne? Also es gab irgendwie ein Problem, dass man den Luftdruck, also man hat ja draußen dann niedrigeren Luftdruck, dadurch, dass man halt eine hohe Geschwindigkeit hat. Und gleichzeitig hat man drin ziemlich hohen Druck. Und dadurch hat sich halt eine Kraft aufgebaut auf die Düse, die man nicht berechnet hatte davor. Und die hat sich verformt. Dadurch haben sich die Kühlkanäle irgendwie verformt, sind zu klein geworden. Wurde die Düse nicht mehr ordentlich gekühlt, ist an irgendeiner Stelle dann durchgeschmolzen und dann war es das. Das hat dann nicht lange gebraucht, bis dann die Rakete halt vom Kurs abgekommen ist. Das muss halt und Kinderkrankheiten hat das Ding natürlich davor auch schon. Also von den ersten 14 Flügen waren 10 erfolgreich. Letzten Endes. Und man jetzt sagen muss, ne, wenn man jetzt vor der Rakete steht, so, mal ganz als Mensch, so im Bill oder im Buff, ne? Das ist echt ein schönes Ding. So, ne? Die ist cool, klar. Also, sie sieht echt hübsch aus. Ist einfach auch echt eine hübsche Rakete, einfach weil es ist ja eine hübsche Symmetrie, ein bisschen gedrungener, ist nicht so ein garkiges Pimmel oben drauf, so wie viele von den Raketen, die dann oben wieder so dick werden, was irgendwie komisch aussieht, finde ich. Was halt unvermeidbar ist. Weil wenn man die irgendwie über Straße oder so transportieren will. Sie hat halt so eine gewisse slicke
Außenkontur, die sehr, sehr elegant wirkt, finde ich halt so. Ja, es ist wie Space Shuttle halt, war ja auch dafür gedacht. Ja, also, genau. Also, war halt wirklich von Anfang an eine Kopie vom Space Shuttle irgendwo. Ist ein Stylo-Ding halt so, ne? Ja, ja. Hat schon irgendwie was. Aber es hat natürlich eben auch viele Nachteile. Also in Kourou selbst so, also in diesen, in den Assembling-Gebäuden, also im Bill oder im Buff, ist es halt schon irgendwie auch so zu sehen, dass es halt irgendwie alles eine sehr eingespielte Nummer ist. So, ne? Also es hat so ein bisschen was von Serie. Muss auch sein. Also und hat sich ja auch gelohnt. Also keine Fehler mehr seit dem 14. Flug, als die ECA eingeführt wurde. Seitdem haben die sich ja nicht mehr viel erlaubt. Und ja, das ist eigentlich, da brauchst du halt dann irgendwo so ein eingespieltes Team dafür. Anders geht das nicht. Auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, Veränderung wird dann etwas schwierig. Und da muss man dann schauen und abwarten, ob das so weit klappt. Aber die haben halt auch so viel übernommen, dass man davon ausgehen kann, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Und gehen es ja auch relativ langsam an. Man muss abwarten. Ich hoffe, dass sie diesmal so schlau sind, am Anfang eine Testnutzlast drauf zu machen. Und nicht gleich wieder sagen, wir sind so. Ich meine, SpaceX ist das Gleiche. Also SpaceX hat das Gleiche gemacht und die haben es auch bereut. Ne? Also die haben ja die ersten zwei Falcon 1 Raketen hatten sie ja noch mit Testnutzlasten gehabt und dann haben sie den dritten Flug gemacht, da hatten sie ein neues Triebwerk drin. Haben aber gesagt, wir sind jetzt so sicher damit, wir packen gleich den Satelliten drauf. Und hat halt nicht geklappt. Aber auf der anderen Seite, ich meine, die hatten nicht die Wahl gehabt. Die hatten halt praktisch kein Geld und haben dann bloß mit viel Mühe haben sie noch das Geld für den vierten Flug dann zusammengekratzt, nachdem der dritte irgendwie in die Binsen gegangen ist. Hatten halt gedacht, das schaffen sie nicht. Dann haben sie es doch noch geschafft. Aber naja, es ist halt so ein Ding. Du hast eine völlig neue Rakete und dann musst du aufpassen, dass du nach Möglichkeit dann keinen besonderen Satelliten da drauf packst, weil es kann schief gehen. Es ist der allererste Flug. Du musst es ausprobieren. Ja, nochmal kurz zu dem, wir waren, glaube ich, bei den Produktionsstrecken und wie es den Leuten da so gerade so geht, also auch mit der genau, Bewegung, ja. Ariane 6 und so. Also ich plane natürlich jetzt mit den Kollegen da von der Produktionsfirma, mit denen ich jetzt auch quasi einen aktuellen Film gedreht habe, also auch was über die Ariane 6 zu machen, ein bisschen über einen längeren Zeitraum, weil ja noch 2-3 Jahre Zeit sind dafür. Klar, kannst du auch mal bei der Vega C da vorbeischauen, die ja 2019, also in 2 Jahren, schon starten soll. Was ist der Unterschied? Da kommt der P120 Booster in die erste Stufe. Zurzeit ist das der P80. Ein bisschen erklären. Und ja, der P120 ist halt einfach bloß wirklich P80 bloß halt 50% größer. Und das wird halt auch genau das gleiche Ding sein, was dann auch die Ariane 6 antreibt. Und ja, ist praktisch der erste Schritt, ne? Und es ist halt auch hilfreich, zumindest für die Vega-Rakete, dass der gleiche Booster auch in der Ariane 6 verwendet wird. Für die Ariane 6 bringt es jetzt eher so mittelfiel, weil ja, okay, es sollen 3 Vega-Raketen pro Jahr starten. Das ist so viel, wie in einer Ariane 6 ungefähr gebraucht werden. Ne? So im Schnitt zumindest. Und das bringt dort nicht viel, um die Ariane 6 billiger zu werden, aber die Vega wird dadurch zumindest nicht teurer. Aber die Nutzlast steigt halt um ungefähr 50%. Die zweite Stufe wird auch nochmal vergrößert von der C4O23 auf die 40. Der Rest bleibt gleich, da soll dann irgendwann nochmal die Vega E zum Zuge kommen. Da wird dann eine neue Oberstufe entwickelt, die in Deutschland dann halt gefertigt werden soll, soweit ich weiß, mit Methan als Treibstoff. Das ersetzt dann praktisch eine Feststoffstufe und die Flüssigstufe, die aus der Ukraine zurzeit geliefert wird, weil es ist halt nicht sonderlich performant. Naja, aber Vega-C-Rakete wird auf jeden Fall der erste Schritt sein zur Ariane 6.
Also es gibt halt keinerlei Produktionsstrecken. Ne? Also was ich, das Einzige, was ich gesehen habe, was ein bisschen auf Ariane 6 und neue Technologie hindeutet, ist halt in Vernon die Produktionsstrecke, wo die Triebwerke gefertigt werden, also Vulkan. Mhm. Da gibt es quasi in der großen Halle, wo das halt irgendwie so mehr oder weniger so... Ja, soll Vulkan 2.1 haben. Da gibt es halt auf der anderen Seite der Halle, ne, gibt es halt ein neues Abteil und da sind so neue Fertigungsboxen, würde ich mal im weitesten Sinne nennen. So. Also normalerweise hast du halt irgendwie zwei Etagen, da hängt das Triebwerk drin, das kann hoch und runter gefahren werden, dann müssen die Leute die Treppe runterklettern und können von unten was machen oder wenn sie von oben was an dem Triebwerk machen wollen, müssen sie halt die Treppe hochklettern. Und dann kannst du das Ding da halt irgendwie, das ist ja fast 6 Meter hoch, so, also ein ziemlich langes Ding. Ne? Ist ein ziemlich großes Teil, ja. Also gerade wenn die Tröte unten dran ist, so, dann ist das schon relativ groß. Ich hab's auf der IDA, hab ich's gesehen. Also du rennst da schon irgendwie hin und her. Ne? Ausgestellt. Und jetzt gibt's halt da irgendwie so neue Fertigungsboxen. Wir haben das gedreht, aber wir nehmen es in den Film nicht rein, weil es da hängt kein Triebwerk drin, das ist sinnlos, es sieht halt noch nicht aus. Ist im Prinzip so ein bisschen Robotik. Ist halt immer so dieses visuelle Medium, ne? Ist halt schwierig, wenn dann was Ernsthaftes fehlt. So, ne? Ja. Also das ist halt im Prinzip, was du eine in allen Richtungen schwenkbare Halterung, wo das Triebwerk später, das wahrscheinlich in das 2.1 dann drin hängen wird. Um es halt eben quasi von ebenerdig bearbeiten zu können, also oder montieren zu können, ja. Oder wie auch immer, komplettieren zu können. Hat man dann einen beweglichen Fußboden, sodass man den Fußboden hoch und runter fährt? Nee, im Prinzip, das ist wie so eine... Okay, weil teilweise hat man das, ich habe das... Ist das ein Dreifuß? Ich habe sowas mal in einer Sternwarte gesehen, dass du halt den Boden verändern kannst, je nachdem, wo das Fernrohr gerade hängst, kannst dann den Fußboden hochfahren, damit du halt... Ja, du hast halt ein riesengroßes Fernrohr, wo sich dann die Höhe verändert. Und wenn du durchgucken willst, naja, steigst du entweder halt auf eine Treppe oder hast halt den Luxus, dass du halt wirklich mit Hydraulik irgendwie den ganzen Fußboden hoch und runter fahren kannst. Das ist im Prinzip eine Hand, die das Triebwerk greift. Die Hand, der Ellenbogen ist auf dem Fußboden mit so einem Dreifuß festgemacht. Ja. Und das bewegt das Triebwerk so, wie du es möchtest. Also in allen Ebenen, in allen Richtungen. Und dadurch kannst du halt überall relativ gut ran. Du musst nicht über Kopf arbeiten, du musst nicht dich bücken, du musst nicht irgendwie hoch und runter rennen. Du kannst halt relativ in einer Ebene arbeiten, wird natürlich dadurch deutlich schneller. Ne? Jo. Und sicherlich auch von der Qualität wahrscheinlich besser, weil du auch an Sachen besser rankommst, die gerade bei dieser Fummelei da, also ist ein unfassbares Rohrgedöns drumherum um dieses Triebwerk. Jo. Und wo die da wirklich mit ihren Händen da irgendwie drin rumfummeln müssen. Ich glaube, da kommt man insgesamt dann einfach besser ran bei der ganzen Geschichte. So. Und ich glaube, auf dieser Ebene wird halt viel von der Optimierungsarbeit halt für die Ariane 6 laufen. Das heißt also, man will die irgendwie dann horizontal fertigen. Ne? Also horizontal integrieren halt. Genau, also so wie es bei Soyuz schon immer passiert, so, ne? Ja. Mehr oder weniger. Warum man das jetzt vorher nicht schon gemacht hat, ist mir sowieso grundsätzlich schleierhaft, aber es ist halt so. Naja, du hast diesen ganzen Übergang nicht. Also du hast halt die ganze Zeit die Kräfte, wirken halt dann die ganze Zeit vertikal, brauchst dir da keine Gedanken zu machen. Ich glaube, da war wahrscheinlich das irgendwo so der Hintergrundgedanke und die Amerikaner haben halt irgendwie damit angefangen und oh. Ich denke aber, dass bei der heutigen Materialtechnologie das dann nicht mehr so die große Rolle spielt. Vor allem mit der Rechentechnik vor allen Dingen. Ich meine, das kann heutzutage die Statik kann jeder berechnen mit einem Computerprogramm und ja, es ist alles nicht mehr das große Problem, schätze ich. Aber das sind halt so, da muss man dann zweifelsfall die Leute fragen. Da habe ich auch bloß keine Fachkenntnis. Das Ding ist ja, ich habe auch, also während der gesamten Produktion, ne, ich habe nur jeden, abgesehen von Boostern, habe ich wirklich jeden Schritt, wie dieses Ding geschraubt wird, gesehen. Ja. Und auch zum Teil gedreht. So. Wirklich jeden Schritt. Also
vom Vulkan, Triebwerk, Brennkammer bis hin zur Montage, in der Norm bis hin zum Test, über Hauptstufentank, Gedöns, Zusammenschweißen, Fräsen, Machen, Tun, Biegen und Gemache, über die Oberstufe in Bremen, wo ich mir da echt einen Wolf gedreht habe, bis hin zu HM7B, sogar das Estus habe ich in der Hand gehabt, mehr oder weniger, ne? Also dadurch, dass das Galileo-Projekt halt irgendwie ja. zu dem Zeitpunkt war. Also wirklich jedes, also ich habe die Rakete wirklich auch echt einfach erfasst, also so persönlich angefasst und erfasst. So. Ja, wahrscheinlich so auf dem gleichen Niveau, wie ich halt jetzt einen Wankelmotor kenne, weil ich habe mal Praktikum gemacht in der Wankel Supertech GmbH oder irgend sowas, irgendeine Firma. Gibt es eigentlich bloß noch den Mazda, den Mazda Sportwagen? Es gibt noch, es gibt dann noch so diverse anderes, so kleines Zeugs. Ja, der aber die haben halt die Patente und so weiter und über die läuft die Entwicklung. Und bei denen hatte ich halt mein Praktikum gemacht. Und der einzige Verbrennungsmotor, den ich jemals selber auseinandergenommen habe, war tatsächlich mein Wankelmotor. Ich glaube, das können so viele Leute nicht sagen, dass sie mehr Wankelmotoren als andere Motoren auseinandergenommen haben. Ist auch ganz witzig. Also die Dinger sind ziemlich klein und leicht handlich. Also wurde halt gesagt, ja, bau mal den Motor dort aus. Und ich dachte, wie? Und hat sich am Ende herausgestellt, ich hätte das Ding selber rausheben können, was ich nicht geglaubt hätte. Aber geht. Das ist schon eine coole, ist schon eine coole Technologie. Coole Sache, ja. Ich finde den auch ganz geil. Die sind auch etwas besser geworden, was die Effizienz angeht, aber ich glaube, die werden nie ganz mithalten können. Also besser ja, aber wirklich mithalten nicht. Also sie haben halt eine andere Eleganz. Ich meine, wenn ich mir die Sauerei, die jetzt mit den Dieselmotoren passiert, angucke, da hätten sie auch einfach 20 Jahre lang Wankelmotoren bauen können. Egal. Naja. Nochmal kurz zurück zur Ariane halt an sich. Hm. Also ich habe da wirklich jeden Schritt gesehen und für mich ist jetzt halt auch nicht mehr so dieses, also ich bin immer noch begeistert davon, also das ja. ist wie das und auch, also der Gehirnschmalz, der da also drinsteckt, diese Komponenten alle irgendwie zusammenzubringen und auch also sich für jedes einzelne Teil halt das irgendwie auszudenken und da irgendwie konkret dran zu bleiben. Es ist aber nicht mehr diese Zauberei. Ne? Genau, ja. Es ist halt, du guckst das an und denkst, okay, das ist halt Technik. Wo ich mir bei manchen Sachen sage, ja, müssen jetzt die Schrauben versilbert sein oder nicht? Okay. Das macht jetzt nicht muss, müssen jetzt unbedingt zwei Leute daneben stehen, während jemand die Schraube da reindreht. Genau, also ist jetzt, das muss das jetzt so sein, aber ja, es ist so, weil. Kann man wahrscheinlich auch irgendwie elektronischer passen, denke ich. Also heutzutage sollte man meinen, dass man das auch ohne Vier-Augen-Prinzip hinkriegt, aber das zu dokumentieren. Halt, die sind halt, glaube ich, einfach ein bisschen gebrannte Kinder. Das ja, glaube ich, ja. Und die wollen einfach sehen, dass das halt funktioniert. Und die Dinge müssen halt echt beim ersten Mal komplett funktionieren. Du hast keine Chance zu sagen, wie es beim Flugzeug machst. Du machst erstmal einen Rolltest, irgendwie einen Test auf dem Rollfeld und dann irgendwie eine kurze Platzrunde und dann kannst du überall nochmal korrigieren und sonst laufen, was. Sondern das muss laufen. Und das und ist glaube, direkt an der Grenze des Machbaren, das mehr oder weniger. Das, ich glaube, das wird echt auch unterschätzt. Also das spürst du hier und da mal, dass da wirklich so... Also nicht direkt an der Grenze, aber sehr viel näher an der Grenze, als was normalerweise gebaut wird. Ich würde es noch nicht Grenze nennen, obwohl sie es gerne natürlich immer so sagen, dass sie ja, sich so nee, auf dem Edge bewegen, aber es ist eben so, ja, dieses, was man, das ist schon brutal, was da dann abgeht physikalisch. So. Das ist jetzt nicht irgend so ein Kicks. So, ne? Ja, du hast halt praktisch einen Schweißbrenner und du musst zusehen, dass ringsrum nichts wegschmilzt, obwohl du innen drin halt wirklich so den brutalstmöglichen Schweißbrenner hast, den du dir vorstellen kannst. Das ist halt das ist eine Herausforderung, klar. Klar, die haben immer noch Raum nach oben hin, müssen sie auch haben, weil ansonsten ist jeder kleine Fehler, den du machst, sofort tödlich. Von daher haben die, also nicht tödlich, aber halt für die Mission dann tödlich.
von daher haben die natürlich ihre Spielräume, aber die sind halt nicht so groß wie das, wenn du im Haus hast oder so. Wenn da mal die Heizung ausfällt, naja, blöd, aber... Ja, du kannst doch nicht sagen, okay, das Ding hält auch dreimal so viel, aber... oder so, ne? Das kannst du halt nicht sagen. Und du hast deine Spielräume. Und wenn du dich hier mit OHB unterhältst, die meinten halt auch, naja, also du kannst dir diese Handbücher, diese Guides zu den Raketen durchlesen. Und was da drin steht, die liefern das auch sofort, kein Problem. Aber du kannst dich mit den Firmen unterhalten, ob du nicht vielleicht irgendwie ein bisschen mehr kriegen kannst. Ne? Irgendwie, ja, mein Satellit ist 10 cm höher, passt er da immer noch rein? Es sieht so aus, als würde er reinpassen. Und dann wird dann notfalls von Hand durchgerechnet, ob die Schwingungen noch alle funktionieren und alles Mögliche. Also die haben noch ihre Spielräume offen, so ist nicht, aber... ja, es ist halt viel näher an der Grenze, als was ein Flugzeug wäre oder was ein Schiff wäre oder so. Ja, es ist einfach, wenn eben das auch dieser Kaskadeneffekt, der dann natürlich, wenn irgendwas gerade schief läuft, dann fliegt er halt noch sich andere Sachen, dann hört auf die Ohren. Ja, beim Flugzeug sagst du Triebwerk aus und gleitest zurück. Hast noch drei oder zwei oder eins oder wie auch immer. Also keine Ahnung, irgendwie geht es schon weiter. Ja, bei der Falcon 9 Rakete hast du ja, war ja durchaus, und das war ja umstritten, ne? Also du hast 9 Triebwerke und wenn halt eins ausfällt, ja, dann fällt halt eins aus und du kannst noch weiter. Und das war durchaus umstritten, ob sowas überhaupt möglich ist, bis es dann im vierten Flug tatsächlich passiert ist und die halt praktisch bewiesen haben, ja, das geht, es geht. Ja. Und bist dann halt da und guckst es halt an und denkst so, okay, ja, da gehört auch wirklich echt ein bisschen was dazu. Also ich habe Respekt vor den Leuten, weil die einfach, das ist jetzt nicht irgendwie so, ich finde das jetzt nicht so überwältigend, die Arbeit, die da getätigt werden soll, weil das ja alles stark reglementiert ist. Es ist halt auch viel protokollarische Arbeit halt die ganze Zeit passiert. Mir wäre das schlichtweg, klingt komisch, mir wäre es zu langweilig. Also, ja, es ist. Also, mir wäre Raketen zusammenschrauben zu langweilig. Und das ist halt. In dem Umfeld zurzeit, dass du 6 Raketen oder 8 Raketen im Jahr hast, ist das ja auch nichts. Da ist ja auch nicht viel. Also das wäre mir echt nichts. So. Aber andererseits ist natürlich die Chance, die viele von den Kollegen halt, die so arbeiten, halt auch haben, ist natürlich einerseits bei diesen Starts dabei zu sein, ist schon irgendwie schon fett, was ich halt leider nicht konnte, weil wir dann einfach diese Drehzeit gar nicht hatten, also noch 14 Tage länger zu bleiben, bis das Ding abhebt. Ist finanziell nicht drin. Deswegen macht man das, wir werden das nochmal anderweitig machen. Aber das war halt so ein, wo ich mir dann sagte, so, ich verstehe die Begeisterung, die haben die auch wirklich. Die Leute haben die wirklich. Ja. Du triffst die und die finden das echt cool. Und wenn du mit denen zusammen bist, du findest das auch cool. Du bist auch, und ich finde auch, Das hat auch was Komplementatives, ne? Also wenn du da oben auf Etage 10 da irgendwo in so einem Integrationsgebäude bist und da wird dann da irgendwie gemacht und gebaut und geschraubt und irgendwie vorbereitet, dass die Nutzer das dann irgendwie drauf kann. Das hat so, das ist schon ein bisschen Zen. Jo. So, ne? Das, da, dieses Gemurmel und dann geht man nochmal die Daten durch und dann wird da irgendwie nochmal dann alle Hände weg. Gucken, okay, dann wieder alle ran, dann geht es irgendwie weiter. Also das hat schon irgendwie sowas von so einer gewissen Choreografie und Rhythmik, von so einem Tanz und dieser Rakete drumherum. Das ist schon irgendwie cool. Also es macht auch Spaß zuzuschauen und auch mit den Leuten zu sprechen. Und man muss auch sagen, es sind alles einnehmend angenehme Menschen, mit denen es da halt irgendwie zu tun hat, die es auch wirklich gern machen. So, ne? Ja. Und das ist auch so diese menschliche Komponente, dass niemand irgendwie so ein ey, ich bin jetzt geiler als die anderen oder sowas halt so. Das ist halt wirklich ein Team. Das ist auch nicht ist auch einfach nicht die Branche, in der du das hinkriegen kannst. Weil wie gesagt, die Dinger werden 6 Stück im Jahr gebaut oder 8. Und das habe ich jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal erwähnt. Ja, aber sie sehen das als Baby. Sie sind da wirklich so die Väter oder Mütter dieser Rakete, sind ja auch Frauen da mit beschäftigt, so gar nicht mal so wenig. Dass da halt, dass das wirklich auch so ein Gefühl dabei ist. Das ist, ich glaube, das ist schwer zu transportieren. Das ist auch in dem Film, das ist sehr technisch. Ja.
Was man vielleicht mehr transportieren sollte, ist diese Begeisterung für diese Raumfahrtnummer. Also der Reinhard Hillebrand, die Hauptfigur in dem Film, der ist auch in anderen Produktionen immer so diese, also Galileo hat ja jetzt was gemacht, da war auch wieder Reinhard dabei. Es gibt auch andere Filme, wo er so ein bisschen die Figur ist. Das ist halt einfach so der Deutsche, der da irgendwie am längsten da ist, der, wie gesagt, jetzt auch bald wahrscheinlich in Rente geht, der eben auch gut erzählen kann und der einfach diese Begeisterung beträgt und das auch wirklich so. Ja. Will ich nochmal ganz kurz auch wirklich nochmal was dazu sagen, so. Also du kommst da halt nach Kuru, ne, schnappst dir ein Mietauto, fährst irgendwie, oder kommst in Cayenne ja an auf dem Flughafen, ne, ganz schnell sind alle Leute weg, du versuchst deinen Mietwagen zu bekommen, den kriegst du irgendwann auch mit Ach und Krach, fährst dann irgendwie nach Kuru über die Dreiviertelstunde, kommst dann da an und dann wirst du halt irgendwie von den Leuten empfangen, die irgendwie von also in dem Fall war es jetzt Airbus erfahren, übergeordnet ESA, wirst halt empfangen und dann gehst du halt erstmal irgendwie was essen und mal ein bisschen zu quatschen und so und das ist halt ein einnehmend angenehmes Klima und das ist halt nicht ein aufgesetztes Klima, sondern sie wissen natürlich, dass einerseits die Presse total wichtig ist für sie, also das ist sie stehen immer stehen auch irgendwie unter so einem Rechtfertigungsdruck so ein bisschen. Ja, dran, ne? Ich meine, gut, die sind hervorragende Gastgeber. Das habe ich mitbekommen. Auf der anderen Seite, ich fühlte mich damals etwas merkwürdig, weil ich war, also auf der ELA war ich bei Airbus ja praktisch halt so in der Lounge dann Gast, weil ich gefragt hatte halt so Ariane 6, wie ist das eigentlich, woher kommt die Einsparung und so weiter. Ich weiß nicht, war an dem Tag irgendwie etwas mies drauf, glaube ich. und also die hatten mich dann halt da hochgebracht und ich war halt komplett underdressed, aber ganz extrem und ja, hab dann halt irgendwie Shrimps, also so Krabbencocktail gekriegt und sonst was. Irgendwie fühlte sich das alles etwas merkwürdig dadurch an für mich, weil ich kannte es halt auch überhaupt noch nicht. Nee, und, aber vielleicht bei der ILA ist das noch was anderes, aber wenn du halt da vor Ort bist, ist es ja so, dass die Leute dort leben. Ja, ja klar, da ist dann nochmal eine andere halt Qualität. Du gehst dann halt im Restaurant, die kennen die Bedienung, die also da gibt es natürlich auch so eine Tradition, ne, mit ihrem den Namen von dem Wodka, Quatsch, von dem Rum habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Egal, da gibt es halt Traditionen, wie man halt den Abend einzuleiten hat und mit was man halt anfängt zu trinken und dann eben auch sich dann irgendwie durchs Menü zu arbeiten. So. Aber das ist wirklich einnehmend angenehm gewesen und das läuft auch nicht bloß auf so einer professionellen Ebene im Sinne von, wir machen jetzt mal hier irgendwie die Journalisten für uns irgendwie so irgendwie schick, sodass sie es irgendwie ganz cool finden und jetzt irgendwie positiv für uns berichten. Das ist überhaupt gar nicht, da wird auch nicht irgendwie in einem Berg gehalten. Dann später in der Postproduktion, wenn es um bestimmte Materialien geht, wenn du dann halt mit den Offiziellen zu tun hast, das ist noch was anderes. Aber so vor Ort ist es halt so, das läuft ziemlich konkret nach bestimmten Maßgeblichkeiten ab. Und die Leute sind halt wirklich froh, wenn auch gerade Journalisten aus Europa, in dem Fall jetzt die vielen Deutschen, die da auch sind, und wenn Leute aus Deutschland kommen, die freuen sich halt auch wirklich schlichtweg, dass jemand kommt. So. Und halt einfach was über sie erzählt. Für sie ist es ja ein leichtes. Ich meine, sie machen ihren Job. Ja. Und sie kriegen halt Publicity. Und Publicity ist natürlich faktisch unbezahlbar. Und im deutschsprachigen Raum, wo ja hier so viele Kritiker auch rumhacken, die halt Raumfahrt scheiße finden und EU sowieso scheiße und alles scheiße und was ändert sich ja gerade irgendwie so alles, wo ich mir sage, das ist halt total wichtig, dass wir das machen. Egal, ob das ineffizient ist, egal, ob es teuer ist, spielt keine Rolle. Wir müssen das machen, wir müssen irgendwie am Ball bleiben. Und ich meine, was für anderen Mist ausgegeben wird, dann können die noch 3 Raketen mehr im Jahr starten, so davon abgesehen. Aber das ist einfach, du hast dieses Gefühl, dass da was im Gange ist und dass sie das auch wollen. Und dass sie auch wissen, was sie nicht können oder was nicht gut läuft. Das wissen die sehr wohl. Sie kommunizieren nicht so nach außen. Niemand stellt sich hin und schmeißt sich irgendwie Asche aufs Haupt. So. Muss auch nicht sein an der Stelle. Das wird niemand tun. Das wird auch bei SpaceX niemand tun. Aber man spürt halt, dass da wirklich auch Raumfahrtliebe drin ist so. Das ist wirklich, also überall zu merken. Also das muss ich den Leuten echt zugestehen. Die machen das wirklich gern und gut und mit Begeisterung und mit Herzklopfen und mit
Das überträgt sich. Wenn du dort bist, überträgt sich das. Du, ich bin da auch manchmal so ein bisschen, also ich bin ja wie gesagt, ich bin halt bloß, ich habe halt diese Befürchtung manchmal, dass halt dadurch, dass die Probleme halt nicht zur Sprache kommen, weil die halt wirklich komplett unter den Tisch fallen, dass das irgendwann kippt dadurch. Das wird doch kippen. Das Problem ist, ich meine, ich kenne ja die Sache, wenn sie dir versuchen, irgendwas Gescheitertes als Erfolg zu verkaufen, so, das ist ja halt die ESA. Ne? Ja, ja. Und das sind aber nicht die Raketen-Johnnies, die da irgendwie dieses Ding zusammenschrauben. So, ne? Nö. Das sind sie halt die nicht. Die sind es nicht, nee. Das ist eben, die haben dann im Zweifelsfall darunter zu leiden. Weil die wissen halt genau, okay, das und das und das läuft schief. Die wissen doch ganz genau, was nicht funktioniert an der ganzen Krütze. Hm. Die wissen das ganz genau. Die wissen auch, was ist die Ariane 6. Das ist ein iPhone 7. Ja. Das ist zwischen 6 und 8. So, ne? Also ja. Ungerade Zahlen sind sowieso schon mal scheiße. In dem Fall ist es eine gerade Zahl. Aber jetzt beim Telefon ist es halt so. Ich werde mir kein Siemer kaufen. ich meine, ich bin halt bei Apple komplett raus, weil ich mir gesagt habe, dieses Ökosystem tue ich mir nicht an. Aber ist schon klar. Ich würde sagen, die wissen ganz genau, dass die Ariane 6 ist jetzt bloß eine Frage, wie kriegen wir das ein bisschen billiger hin? Genau. Ja, also wie können wir irgendwie an bestimmten Ecken, die uns jetzt nicht so wehtun, kommt ein bisschen spät, die Erkenntnis, aber man ist ja schon froh darüber, dass sie gekommen ist. Genau. Und ich denke mal, dass die europäische Raumfahrt wird sich dann, wenn jetzt nicht irgendwas Katastrophales eintritt und irgendwie Leute über See irgendwie ausrasten und komische rote Knöpfe drücken müssen soll, dass die europäische Raumfahrt erstens mal sowieso viel mehr in Kooperation noch gehen wird, vielleicht sogar Richtung Osten, was ich toll fände. Andeutungsweise merkt man das. So Richtung Indien, Richtung China wird durchaus die Fühler ausgestreckt. Und die NASA hat jetzt selbst so eingestanden, die Chinesen laufen Gefahr, uns den Rang abzulaufen, so in Soft Power. Ist halt auch klar. Ich meine, die internationale Raumstation ist auf Betreiben der NASA. Also die auf Betreiben der NASA wurden die Chinesen aus der internationalen Raumstation ausgeschlossen. Das ist eine Katastrophe einfach bloß. Ich finde das auch nicht okay. Also es ist halt. Und ich glaube, wenn die Wissenschaftler schweigen. Und ich meine, die haben sich ja auch mit den Russen letzten Endes komplett zerstritten jetzt. Nicht komplett, also ich meine, die bemannte Raumfahrt geht ja noch weiter, aber wenn man sich diesen Hickhack um das RD-180 anschaut und so weiter und in der Außenpolitik, ganz zu schweigen davon. Gut, das ist jetzt gerade alles ein bisschen Schlamm aufgewühlt. Dieser Status der Raumfahrt als etwas, das über den Dingen schwebt, ist etwas in Gefahr geraten, sagen wir mal, das Mindeste. Da muss ich übrigens nochmal kurz was komplett anderes reinhauen hier. Also einfach bloß als Empfehlung an dich, was mich jetzt am Wochenende ziemlich beeindruckt hat. Als relativ, ich komme jetzt gerade nicht so richtig zum Kino gucken. So. Früher habe ich das ganz viel gemacht, also die Woche bestimmt 2-3 Mal. Mittlerweile komme ich halt aufgrund von Kind nicht mehr ganz so viel dazu. Es gibt aber natürlich Plattformen, wo man sich halt Filme kaufen kann. Also Ja. Wie auch immer. Ich rede nicht von Rippen, ne? Sondern von wirklich wegen der Kaufen. Und schön war, dass jetzt bei iTunes letzte Woche The Arrival irgendwie kaufbar wurde. Sehr interessanter Science-Fiction-Film. Also hat jetzt nur was in dem Sinne. Ich hatte irgendwie ein großes Ei kommt, ne? Irgend sowas war das. Genau, ein großes Ei kommt da irgendwie runter. Aber den Rest kenne ich auch nicht. Ich will ja auch nicht rumspoilern. Genau. Fakt ist halt, dass dieser Film wieder mal so in die Richtung geht. Wissen, Wissenschaft, mal kurz innehalten, nicht auf das ganze Gedöns hören und das ganze Gebrüll, was drumherum passiert, sondern halt ein bisschen dranbleiben an der Sache, ist hilfreich. Und dieser Film ist halt auch jetzt so ein Science-Fiction-Film, der ist weniger technisch. Also ist nicht so wie ein Marsianer oder so, der ist ja stark auf... Eher philosophisch, Sondern er ist eher philosophisch, also wie können wir was über uns lernen, indem wir mit anderen, die wir nicht kennen, umgehen. Und
Das ist halt wirklich so sehr, sehr, Kontakt, sehr, sehr. Hast du damals Kontakt gesehen? Genau, das geht so. Tendenz, in der Tendenz ist natürlich, also Kontakt ist natürlich jetzt aus heutiger Sicht ein ziemlich angestaubter Film, so. Ja. Na, also er ist einfach 20 Jahre alt fast. Aber die Hey, komm, ich habe jetzt vor kurzem erst Die Frau im Mond gesehen. Und einen Podcast drüber gemacht. Den kann man sich immer wieder angucken. So. Man kann sich auch The Contact immer wieder angucken, finde ich, weil es ist einfach auch toll. Es macht Spaß. Dass ich was hatte ich denn jetzt gestern erst gehabt? Hier Dings von Things to Come. Von 1936 von, wie hieß der? Ach, berühmter Science Fiction, H.G. Wells. Sehr beeindruckender Film, der halt praktisch irgendwie so mit Zweiten Weltkrieg anfängt, obwohl 36, ne? 1936 fängt praktisch mit dem Zweiten Weltkrieg an, bloß dass der viel länger dauert. Also das, die Prophezeiungen, die dann halt zum Teil laufen, da kann man natürlich über so im Nachhinein dann verstehen. Ja, klar. Ist klar, währenddessen nicht. Also Fakt ist nochmal zu The Arrival zurück, so da geht es halt gar nicht um Raumfahrt am Ende, aber es geht halt um die Art, wie man Dinge investiert und Zeit investiert und wie man Gehirnschmalz investiert halt. Um schlimme Dinge abzuwenden, weil das Ding kippt halt, jetzt ohne groß zu spoilern, kann sehr ungut ausgehen, der Film. Ja. Er tut es am Ende nicht, das ist klar, es ist ein Hollywood-Film, aber es sieht nicht gut aus. Und das Ding ist halt... So ziemlich die interessanteste Science-Fiction-Idee, die glaube ich, noch nie richtig umgesetzt wurde, ist einfach die, man entdeckt Aliens, es gibt keinerlei Möglichkeit für Überlichtflug oder sonst irgendwas und man kommt da auch nicht hin, aber man unterhält sich mit denen. Halt mit Verzögerungen im Jahrhundertbereich. Das wäre eine Idee für ein Science-Fiction, die immer noch nicht richtig umgesetzt wurde. Ja, wird auch im Film ein bisschen langweilig. Das ist extrem, was heißt denn langweilig? Also ich meine, du kannst ja dann zeigen, wie sich dann über Jahrhunderte die Gesellschaft verändert und ich meine, du hast dann halt so irgendwie die letzte Nachricht, die du von denen bekommen hast, liegt halt ein paar Jahrhunderte her, basierend auf etwas, das du denen ein paar hundert Jahre davor geschickt hast und so weiter. Da kann ich dir auch nur sagen, da kann ich auch noch Christopher, also deinem Kollegen von Countdown halt beipflichten, dann lies mal Amatea, weil da passiert relativ genau das. Okay, also muss ich halt immer, muss ich wirklich mal machen. Extrem starke, große Schritte, dann halt bestimmte Veränderungen halt irgendwie auch erklärt werden. Also das Buch wird ein bisschen schwach hinten raus, so. Ja, der Neil Stephenson hat die Tendenz dazu, dass das gegen Ende immer etwas nachlässt. Ja, aber nein. Ich gerade auch durch Arrow von ihm durch, so das ist jetzt auch gerade so ein bisschen konstruiert alles. Okay, so. Das kenne ich noch gar nicht. Ja. Hoppla. Da habe ich irgendwas verpasst. Das ist bestimmt schon 10 Jahre alt oder so. Das ist schon ein jüngeres Buch von ihm. Wie heißt das? Noch? Arrow? Sagt mir nichts, ne? Also, als E-Book, ja. Der hat, was war so das letzte? Das war Remedy. Oder ist das ein deutscher Titel? Ist das ein deutscher oder ein englischer Titel? Na, Remedy? Es geht um Remedy in dem Buch. Okay, dann ist das der deutsche Titel. Dann ist das okay. Der englische Titel ist Remedy. Genau. Also, geht es um diese Nummer mit diesem komischen T-Rain. Genau das. Ja. Genau. Ja, und ich finde halt jetzt, ich bin irgendwie so, ich, ja, es ist ein E-Book halt. Ne? Das ist halt etwas völlig Untypisches für ihn, aber es war cool. Im letzten Fünftel ist so des Buches und es ist so ein bisschen, für mich jetzt als Drehbuchautor irgendwie so ein bisschen gähn, weil ich mir sage, leider kann ich relativ stark voraussehen, was als nächstes passiert, so. Okay. Ja, ist halt auch so als Film schon. Also ist stark filmisch. Das Ding angelegt. Ist Film. Es ist geschnitten. Also das Buch ist geschnitten. Ja, ja. Im Sinne von Cuts angelegt, also wie die einzelnen Handlungsstränge miteinander verwoben werden. So. Also es ist also stark drehbuchartig angelegt. Das habe ich gleich am Anfang auch für mich so festgestellt. Ja, ich hatte davon noch keine Ahnung, aber ich hatte das halt gelesen und habe dann hinterher gedacht, das liest sich genauso wie ein, also das ist wirklich wie ein Film. Halt. Naja, das liest sich, oder wie ein Treatment, wie ein Bilder-Treatment, würde man das jetzt so nennen. Also es war ja, Drehbuch hat ja auch mal ein paar andere Aspekte, aber es liest sich wie so ein Treatment, ein szenisches Treatment. So. Also mit stark ausgearbeiteten Bildern.
Ja. Und hinterher hatte ich mir gedacht, das war schön, das gelesen zu haben. Es ist kein Buch, das ich dreimal lesen werde. Du musst jetzt nicht spoilern, ich bin fast durch. Nee, will ich auch nicht. Nee, aber ich fand's gut. Also ich fand halt nicht, dass das ein tiefgängiges Buch war, bei dem, über das ich jetzt noch so viel nachdenken werde, dass ich das noch 5-mal lese oder so. Aber schön war's. Also für Drehbuchautoren ist ganz interessant, weil die Konstruktionen halt irgendwie ganz witzig sind. Aber es ist halt leider, für mich ist es extrem voraussehbar gewesen. Es gibt halt wirklich ein paar Sachen, wo gut, irgendwann kommt es zum großen Höhepunkt, ne? Ja, der kommt wahrscheinlich bei dir zusammen, noch. Die Figuren laufen zusammen, die genau, irgendwie ja. Alle auf zum Teil ziemlich, naja, ein bisschen sehr konstruierten Wegen halt irgendwie dann alle irgendwie zu einem Ort zusammen. So, ich kann mir auch schon, ohne dass ich jetzt weiß, wo es hinführt, kann ich mir schon irgendwie vorstellen, wo der Showdown ist. Das ist halt so, ich lese es halt, was mir Spaß macht zu lesen. Es ist halt, wenn ich gucke halt kein Fernsehen, ne, als Filmemacher guckst du besten Fall kein Fernsehen. Das ist halt so, ich lese dann halt lieber Bücher. Das macht dann, das ist für mich halt Unterhaltung, das ist Entertainment, sowas. Genau. Das ist auch dafür so völlig okay. Bei Amateur genau. War es noch ein bisschen was anderes, weil da spielen noch ein paar andere Sachen rein. Ja, also, Neil Stevenson macht normalerweise auch sowas nicht. Also, das ist ein komplett artfremdes Buch für ihn, muss man einfach so sagen. Amalthea kann ich mir gut vorstellen, dass das dann eher in der Tradition der anderen ist. Das ist halt wirklich episch und dann fragst du dich, es gibt dann so im letzten Drittel halt irgendwie so ein Part, wo ich mir sage, warum muss ich mir das jetzt hier kurz geben? Also es ist mir jetzt gerade schleift. Ich habe jetzt verstanden, wie das funktioniert alles und die Sphären und wie wir da hingekommen sind. Das hat dann so ein bisschen was von diesem Epos Wüstenplanet, mit den ganzen Generationen und den einzelnen Sekten. Hast du dir Anathem davor mal durchgelesen? Die was? Anathem. Ja, ich glaube ja. Das, die Hymne. Was hat, nee, das Buch. Das Buch von ihm, Anathem, das war halt auch schon 2007, 2008, das war halt auch so eine epische Geschichte, die halt irgendwie in einem Kloster anfängt. Ganz am Anfang hast halt ein Kloster und dann plötzlich taucht ein Raumschiff auf, wo dann die Story anfängt. Okay, wahrscheinlich nicht. Okay. Weil es ist mir jetzt gerade nicht präsent. So. Okay. Also, was ich sagen will, ist halt, um nochmal kurz zu The Arrival zurückzukommen, ist halt quasi Raumfahrt oder zumindest das, was uns halt in unserem Grunddenken dazu bewegen sollte, warum wir eigentlich diese ganze Nummer machen. Also wir machen ja Raumfahrt letztendlich, um mehr über uns selbst herauszufinden. Also indem wir halt irgendwie Satelliten ins All schicken, die uns beobachten, die uns vielleicht auch ausspionieren, egal. Aber auf jeden Fall erfahren wir da was über uns und über unsere Welt. So. Und irgendwann müssen wir aber auch mal den Fokus rumdrehen. Ne? Also es macht ja, es gibt schon ein paar Sachen, Missionen, die halt den Fokus rumdrehen. Die gucken also quasi nach draußen und nicht auf uns. Dafür machen wir das. Und ich finde, dass jedes Mittel, das meine ich wirklich ernst, ich finde, dass jedes Mittel recht ist, Raumfahrt zu betreiben. Und ich finde nicht, dass es aufgerechnet werden sollte mit Dingen, die auf der Erde nicht passieren. Weil ich finde, dass immer noch so viele materielle Werte verballert werden für wirklich unfassbaren Schwachsinn, dass man nicht an der Raumfahrt sparen müsste. Auf gar keinen Fall. Ja, ich bin halt so der Meinung, man sollte nicht dran sparen, aber man sollte halt, wie bei allen Dingen, man sollte halt immer erstmal daran denken, auch das Ganze effizient zu machen. Damit man sich halt einfach bloß nicht dem Vorwurf aussetzt. Ja? Dass man irgendwie ja, gut, verschwendet. Was ist effizient? Ne? Ach naja, einfach bloß zu gucken und so nach allgemeinen Maßstäben zu schauen, muss ich jetzt genau das so machen oder geht das nicht auch einfacher? Und ich meine das jetzt nicht in Bezug auf die ESA-Raumfahrt. Ne? Ich meine so allgemein. Nee, ich meine halt auch so allgemein. Und zurzeit ist es halt für mich ein bisschen geprägt von Wirtschaftspolitik und das finde ich gerade. Und zwar nicht der guten Form von Wirtschaftspolitik, dass man sagt, wir versuchen hier die Wirtschaft irgendwie auf die Beine zu bekommen, sondern eher in der schlechten Form, dass man sagt, wir versuchen irgendwie Geld in
bestimmten Unternehmen einfach Geld zukommen zu lassen, ohne dass die da viel Gegenleistung für bringen müssen. Das finde ich halt nicht schön. Und ja, das ist halt ein Vorwurf, den man sich nicht aussetzen braucht, indem man einfach bloß ganz normal halt nach ganz normalen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, die es ja durchaus gibt, die nicht nur auf Profit hinauslaufen, sondern einfach bloß auf Optimierung von Fertigung, bla, allgemein einfache Frage halt, so die, der ganz normale gesunde Menschenverstand einfach, ne, dass man dem einfach folgt. Und mehr nicht. Und ich mache da ja auch nichts Besonderes, wenn ich dann sage, okay, Ariane 6, Ariane 5 Rakete, es gibt die und die und die Probleme. Und ich sage mal, das wird ja auch meistens bestätigt dann von den Leuten, die damit umgehen. Nee, also die wissen ja selber am besten, mit was sie da zu tun haben. Ja, ja, und es wäre halt ganz gut, wenn das nicht unbedingt so auftauchen würde. Ne? Was mich wirklich interessieren würde, grundsätzlich, also jetzt haben wir ja irgendwie europäische Raumfahrt Ariane 5 irgendwie angeguckt, der Film wird jetzt wahrscheinlich übernächste Woche irgendwie fertig sein und wird dann irgendwann nach Ostern irgendwann 2017 halt irgendwie dann auch rausgeballert werden soll. Das geht ja doch recht relativ schnell dann. Ne? Sobald. Ja gut, also einsprechen braucht eine Weile, aber auch ja, nicht viel, auch ein, zwei Tage. So. Und dann noch Tonmischung, das ist nochmal ein bisschen Arbeit und noch so insgesamt so ein bisschen rumputzen und so. Im Großen und Ganzen ist es halt jetzt nicht so, ist nicht mehr so viel zu machen dann an der Stelle. Die, was mich natürlich interessiert jetzt, ne, wenn der Film abgeschlossen ist, einerseits Ariane 6, so Langzeitdokumentation gucken, wie kommt es halt dazu, wann werden die ersten Sachen gebaut, jetzt gibt es ein paar Kontakte, kann man die Leute alle rufen, ich denke, zeitlich schon zum raus. Das Kind möchte dann gerne um 6 aufstehen. Was du vor uns meintest, halt chinesische Raumfahrt, würde ich super gerne was machen. Das müsste man halt mal von langer Hand ein bisschen vorbereiten. Von langer Marsch, ja, vorbereiten. Das einfach, weil das ist natürlich jetzt produktionell ein bisschen komplexer. So, ne? Also brauchst halt für jeden Scheiß einen Übersetzer und wahrscheinlich ist es auch nochmal. Indien wäre wahrscheinlich leichter. Ich finde aber gerade China, also ja, Indien toll, klar. Indien hat, also, China hat einfach mehr Budget aber und viel größere Ambitionen. Mal, ja, eben, weil ich meine, die haben da irgendwie zwei Raumstationen rumflattern. Jetzt eine ist ja wahrscheinlich zumindest zeitweise belegt, ne? Also, ja. Also das fände ich schon irgendwie alles ein bisschen spannend. So. Also das ist. Ist ein bisschen schwer, da ranzukommen, in dem Sinne, dass man dann auch die. Ich weiß halt nicht, wie offen die Behörden dafür sind und so weiter, aber es ist halt alles so ein. Es ist etwas komplizierter halt, ne? Ja, es ist halt eine sehr politische Sache. Ich kann mir auch gleichzeitig vorstellen, dass man da vielleicht mit einem offenen Wort dann da vielleicht auch irgendwie einfach mal reingeht. So. Kann ich mir auch vorstellen, aber ich kann halt so beide Richtungen kann ich mir vorstellen. Ich kann mir sowohl vorstellen, dass sie sehr offen dafür sind, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie da eher verschlossen sind und das mehr unter Kontrolle halten wollen. Ich kann mir beides vorstellen, aber ich weiß nicht, was von den beiden Szenarien die Realität ist. Also ich würde mir wünschen, vielleicht auch als Countdown-Projekt, wir gucken, wie wir einen Film drehen können über chinesische Raumfahrt. Einfach mal auch Historie, also einfach so wirklich diesen kompletten dramaturgischen Abriss, den man halt bei sowas halt macht. Und dann halt wirklich vor Ort auch sein, was mich wirklich echt reizt. Auch mal, ich finde es ja irgendwie auch irgendwie noch schräg, die haben noch diese militärischen Strukturen bei ihren Astronauten. Die haben nicht nur das, die ganze Raumfahrt ist militärisch. Die versuchen jetzt eine kommerzielle Raumfahrt aufzubauen, aber die ist halt ein Hybrid aus kommerziell und militärisch. Also, das ist eine echt komische Angelegenheit, wo ich nicht ganz durchblicke. Also ich weiß jetzt nicht, wie man da rangeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man es einfach mal versuchen sollte. So, ne? Also dass man dann sagt, ich meine, wenn die sagen, na, was sind das für Kunden da? Ich meine, dann klatscht man denen halt zumindest einfach mal diesen Ariane 5 Film um die Ohren und sagt, ja, pass auf, also wir haben ja schon mal irgendwie 2 Stunden
Raumfahrtfilm gemacht wird. Dasselbe können wir faktisch völlig, jetzt mal unpolemisch, so genauso auch für euch machen. Ohne dass ihr jetzt irgendwie die Unterhose ausziehen müssen dafür. So, ja. Ne? Sondern einfach, ihr müsst einfach bloß euer geiles Zeug zeigen, was ihr so habt. Und dann geht's los. So. Und dann gut. Ne? Ihr müsst jetzt nie irgendwie euch nackig machen. So, ne? Und das ist natürlich dann die Frage, ob die das vielleicht falsch verstehen, wenn man dann die Produktion, die Details von der Produktion zeigt, dass die das nicht so verstehen, dass die auch die Details von der Produktion zeigen müssen. Weil das ist ja teilweise durchaus sensitive Technik und so. Ne? Weil die Triebwerke, die bauen, das ist etwas, das wir am besten nicht hinkriegen. Naja, ich vermute mal, das wird stark den Russen-Dingern ähneln, die sie da halt irgendwie. Ja, natürlich. Ja. Natürlich, darauf basiert es ja. Müssen sie nicht. Ich meine, die müssen uns nichts zeigen, was sie nicht zeigen wollen. Aber ich würde einfach mal gerne den Spirit halt irgendwie. Ich finde, die Chinesen machen auf mich immer so einen Eindruck, so die sind später auch Nudelsuppe und dann war es das aber auch schon so. Ne? Also das ist halt, sie sind halt irgendwie die Fabrik der Welt einerseits, oder waren es zumindest bis vor noch nicht allzu langer Zeit. Und jetzt müssen sie halt auch irgendwie vielleicht zu einem ganz anderen Selbstverständnis nochmal finden. So, ne? Ja. Und ohne, dass sie vielleicht werden andere, vielleicht wird Afrika bei die Fabrik der Welt sein, das weiß man nicht. Und sie müssen jetzt halt vielleicht zu so einer Authentizität finden, die sie über das hinaus hebt. So, ne? Ja, ja. Also sie können ja auch ihr eigenes politisches System auf Dauer ja auch nicht so. Und die wissen das ja auch. Sie versuchen halt nur. Aber es ist halt auch schwierig, weil die haben halt erlebt, was passiert, wenn die Entwicklung zu schnell wird. Und gerade wenn du irgendwie 1,3 Milliarden Leute dahinter hast, was sich da an Dynamik aufbauen kann, das ist dann echt böse. Weil man hat es ja in der Kulturrevolution gesehen, das war halt, die Kulturrevolution wurde nicht vom Staat getragen, das wurde wirklich von irgendwelchen kleinen begeisterten Leuten getragen. Die Eskalationsstufen, die da erreicht worden sind, ist durch Eigeninitiative kleiner Arschlöcher vorangetrieben worden. Die halt nicht wirklich. Das haben die nicht überblickt, was das auslöst. Ja, ja, auf der anderen Seite, man kann es irgendwie einem 16-Jährigen auch nicht vorwerfen, irgendwie zu sagen, der so. 16-Jährigen mal eine ordentliche Erziehung verpassen. Ja, klar. Aber hat's du halt zu der Zeit nicht. Du darfst halt. Das ist halt so. Weißt du, die sind halt in einem vollkommen zerstörten Land irgendwie aufgewachsen, ne? Und sind dann halt irgendwie ideologisch da mitgerissen worden. Es ist eine sehr schwierige Situation einfach. Also ich hatte jetzt mal eine interessante Begegnung. Dafür ist Berlin auch immer wieder gut, finde ich. Saß in der U-Bahn mit meiner Tochter und meiner Frau so. Ich ist gerade irgendwie hingefahren, keine Ahnung. Vor 2 Wochen. So. Und U2, ne, Touri-Strecke hier, Potsdamer Platz und so. Sahen irgendwie ziemlich lustig aus, hatten alle irgendwie bunte Sachen an. Keine Ahnung, weil halt immer bunt aussehen. Und Kleiner hatte irgendwie gekaspert. Und saßen irgendwie 2 Chinesinnen uns gegenüber. Es waren Chinesinnen, weil sie haben nicht Japanisch gewählt. Ich kann Japanisch von Chinesisch unterscheiden, also vom Kleinen. Ja, ich kann genug Chinesisch, dass ich Chinesisch jederzeit erkennen kann. Ich habe auch schon genügend japanisches Zeugs geguckt. Also ich kann einfach Japanisch von Chinesisch unterscheiden. Es klingt einfach komplett anders. Es sind auch fast nur Chinesen unterwegs. Also und waren halt 2 junge Frauen, ne? Chinesin, so Hipster-Style, gut aussehend, nett. Hatten so diverse Kameras dabei und auch so lustige Leica, so Footbildkameras, wo ich echt erstmal gucken musste, weil die echt cool war, die Kamera. Habe ich noch nie gesehen. Also eigentlich kenne ich mich ganz gut aus, aber das Ding hatte ich noch nicht wahrgenommen. Und dann sprach die halt in einem sehr, sehr guten Deutsch mit Emma zu uns und sie fragte halt, ob sie irgendwie ein Foto machen kann und wir so tolle Farben irgendwie annetten. Also einfach bunte Klamotten an, zufälligerweise. Also waren halt relativ bunt angezogen. Und dann hat sie irgendwie ein paar Fotos gemacht, hat uns auch eins von den Fotos geschenkt.
Und das hat für mich nochmal so einen kurzen Kick gegeben, so, nee, schon noch was. Bei allem, was halt irgendwie scheiße läuft, passiert da trotzdem irgendwas. Weil sie dich hinhaben, privat haben die eine sehr große Freiheit. Die persönliche Freiheit in China ist größer als im Westen. Das ist die Frage, wie man persönliche Freiheit definiert, ne? Ja, mehr oder weniger, solange wie du nicht anfängst, den Staat zu gefährden, zu machen, was du willst. Das ist als Filmmacher-Journalist dann schon mal schwierig, weil der automatisch irgendwie aneckst, wenn du anfängst. Genau. Als Künstler wird es auch schon schwierig. Es gibt so einen YouTube-Channel, den ich verfolge oder so ein paar, der nennt sich ADV China. Und da ist ein Südafrikaner dahinter, unter anderem. Der nennt sich auf YouTube Serpent ZA. ZA für Südamerika, für Südafrika. Und noch ein Amerikaner. Und die leben halt seit, also der Südafrikaner, der lebt seit 11 Jahren in China. Also der kennt sich dort ernsthaft aus. Der merkt halt so irgendwie so, also die persönliche Freiheit ist in China, mindestens in Südchina, der ist halt so in Shenzhen in der Ecke und die ist da halt ganz groß, mehr oder weniger. Das Problem wird, sobald irgendwie ein großer Teil, irgendwie sehr viele Leute angesprochen oder wenn es direkt gegen den chinesischen Staat geht, da sind auch die Leute irgendwie relativ nationalistisch unterwegs. Oder, patriotisch ist, glaube ich, fast schon ein bisschen positiv, was das angeht. An der Stelle, man sollte sich in China nicht gegen China äußern. Zumindest die Chinesen werden das untereinander machen, aber als Westler, als Außenstehender sollte ich tun. Aber so insgesamt, die genießen doch relativ viele Freiheiten, die man so nicht vermuten würde. Das glaube ich auch. Ich finde, das muss ja auch, weil sonst funktioniert das ganze Konsumding ja nicht. Genau. Das funktioniert ja nur mit so einem gewissen spürbaren Spielraum, so zumindest in einem bestimmten Sektor. Also worauf ich halt hinaus will, ist letztendlich, also dass man wirklich mal sich dieses Ding soll, weil ich kenne nichts. Nichts. Und ich habe echt recherchiert. Nichts Ernstzunehmendes über die chinesische Raumfahrt. Ja, so ein bisschen Archivgedöns halt so. Ja, ja. Alles klar, zusammengetan. Nee, ich hab auch nichts Detailliertes. Also, oder. Ich kenne nichts Ernstzunehmendes, was wirklich mal reingeht. Da. Über die russische Raumfahrt gibt es eine ganze Menge. Ja, das also, ist doch, die haben sich ja auch geöffnet. Die hatten sich auch geöffnet direkt nach der. Ja, die ist auch heute noch relativ okay. Also, das ist für die, das ist Business as usual. Das machen wir halt. Ja, ist auch viel europäische Kooperation drin. So. Genau, ja. Das ist, da wird auch selbst über jetzt die Differenzen, die gerade existieren, halt hinweg da einfach da weitergemacht. So. Das ist nicht das große Ding. Ja, das haben wir ja auch gemerkt hier bei dem Interview mit Jan Wörner. Der da ja auch total offen ist. In die Richtung. Aber China ist wirklich so, ja, wir haben jetzt mal irgendwie wieder 3 Milliarden Raketen gestartet, die machen da irgendwas. Okay. Ja, die starten jetzt mehr Raketen als die Russen, ja, mehr als die Amerikaner. Ich finde, klar, wissen wahrscheinlich die anderen Parteien Bescheid, was da so läuft, aber ich bin jetzt, mich interessiert jetzt als Raumfahrt interessierter Mensch für die Öffentlichkeit, die ich als Filmemacher informieren möchte. Wie denkt ihr, wie sehen eure, keine Ahnung, Raumfahrtbahnhöfe aus? Was sind so eure Techniker? Der Witz ist, die meisten davon sind halt Militärbasen. Deswegen liest man darüber auch nichts. Aber was heißt die meisten? Also es gibt halt eine, die nicht militärisch ist, und das ist Wenchang. Also halt unten in Hainan. Und der Rest ist halt komplett dadurch geprägt, also durch kalte Kriegszeiten und den Konflikt mit der Sowjetunion, Konflikt mit Amerikanern, dann wollten die das halt irgendwie alle von Grenzen fernhalten, damit die nicht direkt von Flugzeugen irgendwie angegriffen werden können und so weiter und so weiter. Dadurch ist das halt geprägt und deswegen kriegt man da von außen auch nicht ganz so viel mit.
Naja, aber vielleicht sollte man mal sich, das wäre ja vielleicht mal so eine Hausaufgabe für Countdown-Podcast, wie finden wir einen Zugang zu dieser ganzen, da kann man das einfach mal gemeinsam irgendwie mal angehen. Also als so ein Hybrid zwischen TV, Podcast und Blog und Golem und Heise und was weiß ich. Dann. Einfach weil das einfach mal so wie ein bisschen wie Jugend forscht, ne? Also was machen wir da eigentlich und finden wir das toll? Also gut, zur Zeit war es ja für uns, also sowohl ich als auch der Christopher fanden das ja schon toll, dass wir es hingekriegt haben, jemanden in Französisch-Guyana zu finden, der jetzt gerade in Französisch-Guyana war. Es ist schon nochmal eine andere Größenordnung. Und die ESA hat sich ja auch mehr uns gegenüber geöffnet als irgendwie, also das ist halt das ist halt für uns selber irgendwie relativer Wahnsinn, dass wir da halt irgendwie bei diesem Chaos Communication Congress waren, gesehen haben, okay, Speaker Jan Werner, der Christopher hat gesagt, ich schreibe da mal eine E-Mail hin, Fragen kostet nichts und sowas ist auch wirklich tatsächlich ein dieses große Problem. Also ich meine, ja, aber das war uns halt nicht klar. Ne? Und nee. Gibt, uns fehlt halt sehr viel Erfahrung. Es gibt da wirklich auch andere Herausforderungen, wo man sich mal einen Schlachtplan zusammenschrauben sollte, wie man da halt hinkommt. Genau, ja. Ja, wir sind da noch sehr grün hinter den Ohren und ganz am Anfang. Weil wie gesagt, also wir fanden es schon toll, dass wir jemanden gefunden haben, der gerade ein Französisch-Guyana ist. Ja. Ich kenne da genug Leute, die da rumkriechen, aber die dürfen halt nicht sagen. So, ja. Das ist halt so, die können dann jetzt kein offizielles Statement dann abgeben. Also sie würden jetzt von Kamera oder vom offiziellen Radiosender da nichts genau. zu sagen. So. Also, wie auch immer, Hausaufgabe ist, wir wollen nach China, wollen da einen Film drehen, könnte man ja vielleicht mal machen. Kann man auf jeden Fall mal dran denken und schauen, ob man was findet. Ja, ja. Und ich glaube so. Die Typen, diese YouTube-Typen, naja, die können wir jetzt damit noch nicht behelligen. Die haben ja erstmal ihr ganz großes Abenteuer direkt vor sich. Ich glaube, der Punkt ist, ich kann mir gut vorstellen, die wären dafür offen. Aber die haben halt jetzt gerade erstmal ihr eigenes Abenteuer und dann müssen die erstmal zusehen, dass die da durchkommen und dann. Muss also man dann am Ende des Jahres mal gucken. Ich bin ja immer für Kooperation mit allen, grundsätzlich. Wo das aber nicht funktioniert ist, meiner Meinung nach. Ich finde, dass Fernsehen und YouTube nicht zusammengehören. Natürlich podcastet das Fernsehen bei YouTube ganz viel. Ne? Es gibt auch ein paar YouTuber, die es ins Fernsehen schaffen. Also es gibt halt diese Überschneidung. Ja. Nee, es geht halt vor allen Dingen bloß, das ist ein Typ, der in China ist und Chinesisch spricht. Ja, wie auch immer. Das ist so. Das war das Einzige, woran ich gedacht habe in der Richtung. Das ist grundsätzlich toll, dass er das kann. Für meinen Film ist es völlig egal, ob der Klingonisch spricht oder nicht. So, weil wenn ich einen Film mache, finde ich einen Klingon, der mir das übersetzt. So, das ist völlig wurscht, so, also egal, das denke ich überhaupt gar nicht nach, also wenn ich jetzt irgendwie grundsätzlich über Konzepte nachdenke, so, wenn ich über Konzepte nachdenke, denke ich grundsätzlich darüber nach, was ich da will und, und wenn das, was ich da kriegen kann, jetzt rein an Informationen oder an Bild oder an unerfahren, also an Dingen, die neu sind, die Menschen dann da draußen erfahren können, danach orientiert sich alles andere. Das heißt also, ich habe quasi, das ist die Geschichte, die erzählt werden will oder soll. Meistens will die Geschichte erzählt werden. Und alles andere sortiert sich dann ohne Probleme da hinten ein. Die Frage ist, welche Geschichte wollen wir erzählen? Und das muss man erstmal rausbekommen. Es gibt zwar ein paar Konnekis, die ich zum Beispiel in Hongkong habe, die funktionieren können. Grundsätzlich. Die jetzt aber mit diesem Raumfahrt nicht ganz so viel zu tun haben. Das ist halt dann nicht nur Raumfahrt, das ist dann auch viel Regierungskram. Genau, aber wenn du in der Kunst, also als wenn du als Europäer in der Kunst unterwegs bist, ich rede nicht von IYY oder sowas, halt, da gibt es aber Zoff da,
sondern du bist jetzt, sagen wir mal, im künstlerischen oder im Designbereich unterwegs, so hast du grundsätzlich ja auch immer mit der Regierung zu tun, weil du vielleicht Architekturprojekte irgendwie noch hast oder dies oder jenes, habe ich blau. Ist ja auch nicht so, dass da irgendwie alles irgendwie abgekapselt wird, was irgendwie neu ist oder irgendwie innovativ ist. So ist es ja nicht, im Gegensatz, wird eher noch gefördert. So. Über diese Schiene wirst du zu Regierungskreisen Kontakt aufnehmen können. Über diese Schiene geht dann vielleicht auch in der Peripherie dann, über diesen Ring, das dann halt weiter vielleicht in dieses Segment. Und ich glaube, das sollte man... Ich meine, klar, es ist ja auch eine Touristengegend. Also Hainan ist so das Malle von China. Genau. Und was man dann halt ansetzen sollte, ist, denen klar zu machen, dass es jetzt nicht irgendwelche Vollpfosten sind, die irgendwie gerade noch irgendwie einen Film drehen wollen, sondern dass es halt ernstzunehmende... Irgendeine ernstzunehmende Doku ist. Eine ernstzunehmende Doku ist, die also auch imagebildend durchaus sein kann. Dass man es entweder über das Tourismus-Ding macht, wobei ich glaube, die werden sich eher auf Chinesen selber, auf die Festlandchinesen konzentrieren als Touristen. Die haben so einen großen Binnenmarkt, der ist, dass die paar Weißbrote, die da rumrennen, völlig irrelevant. Es geht um die Raumfahrt. Ich bin mir relativ sicher, dass die da durchaus fokussiert drauf sind, dass die Leute mehr davon auch im Westen mitbekommen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Es ist einfach mal auch ein Player, der da irgendwie mitspielt und weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe da irgendwie eigentlich ein ganz gutes Gefühl dabei und mittlerweile kenne ich mich in diesen ganzen Raketenkrempel halt relativ gut aus. Dass ich jetzt halt auch nicht irgendwie voll gegen die Wand laufen würde, wenn es jetzt darum ging, halt irgendwie das ein bisschen einzuordnen, was da passiert. So. Ja. Ja, gut, wir haben jetzt zwar wenig über die Ariane geredet, macht aber nichts. Jo, genau. Machen wir dann halt irgendwie andermal. Es ist auch schon 11:30. Ja, wir wollten eine Viertelstunde noch oder eine halbe Stunde reden, aber es ist jetzt eine ganze geworden. Ja, macht nichts. Dann machen wir jetzt mal aus. Vielen Dank erstmal. Genau. Und bis später. Bis später.